Wenn ich sage, ich mache nicht, ich mache nicht. Wer bist du, dass ich vor dir verstecken soll? Ja, nee, das ist Ja, sogar. zwar bist du, dann sagst du mir das, aber hier sind auch sehr viele Leute, deswegen willst du das nicht sagen. Was interessiert mich? Guck mal, eins musst du über mich wissen. Ich scheiße auf Menschen, was sie über mich denken oder nicht. Wallah, ich scheiße auf die alle. Die jucken mich gar nicht. Was bringen die Menschen? Nix. So, ich will einfach nur wissen, warum. Was, warum? Warum machst du Muslime schlecht? Jetzt sagt er schon wieder, warum machst du Warum Muslime schlecht? Wir reden über die machen die Bestandteile Kohle des Islams und nicht über die Muslime im Allgemeinen. Klar erwähnen wir hier und da mal, wie die Muslime sich benehmen, aber du siehst, was die Doktrin des Islams aussagt. Und zwar meine Geschwister und mich zu unterdrücken, sobald ihr die Oberhand habt. Wallah, Zu Rache 40, Vers ich habe noch nie in 29. meinem Leben einen Christen wegen seiner Religion beleidigt oder den angegriffen, weil der ein Christ Ja, ist du bist oder ein netter sonst Typ, du bist vielleicht ein netter Kerl, der mit überhaupt gar nicht so was. was zu tun hat. Aber dein Prophet hat doch andere beleidigt. Astaghfirullah, Alter. Ja, Warum er hat doch sagst du gesagt, geh das? und beiß in den Penis deines Vaters. Was ist das, Mann? Wie geh und beißen PNS deines Ja, er Vaters? hat gesagt, Al-Qululahu atta aida abik. Was habe ich noch nie in meinem Leben gehört? Ich höre das zum ersten Mal. Was lachst du da, Alter? Ja, er hat das gesagt in Al-Jami as-Sarid, Band 1, Seite 47. Bruder, guck mal, ich sag dir jetzt noch mal eine Sache als Muslim, Bruder, Alter. Diese ganzen Hadithe, die du hörst, Bruder, ne? Diese ganzen Hadithe, die du liest und alles, ne, Bruder. Glaub nicht alles, was da drin steht. Egal, ob es gut oder ob es Was schlecht soll ich ist. denn machen, wenn ihr das für authentisch befunden? Was soll ich Glaub, denn tun? nein, Ich kann das keine doch finden nehmen ist und sagen, hier, guck mal, was authentisch. die für authentisch befunden Nein, haben. nein, 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 Bruder. Findet keine authentisch. Es gibt Hadithe, die sind 800 Jahre nach Mohammed gekommen. Es gibt Hadithe, die Deswegen sind. sage ich ja, lass diese Religion beiseite und komm zu Jesus Nein, Christus. Mann, Alter, ich komme nicht zu So, Jesus Bruder, ich habe Christus. den Ich Koran glaube an gefunden. Jesus. Jesus, Isa alaihissalam, ist Du eine glaubst aber nicht sehr, an einen sehr. echten Jesus, Mann. Du glaubst an einen Fake. Ich glaube an Jesus, der geboren ist Nein, du durch glaubst an Maryam. Isa, aber doch nicht den. Glaubst du an den Sohn Gottes, der für deine Sünden gestorben ist? Der kann nicht für deine Sünden gestorben sein. Also Natürlich, ist. Okay, natürlich. eine Frage habe ich dazu. Ja. Bitte, die will ich dir stellen, bitte. Und ich möchte, dass du mir direkt antwortest. Nicht diese Politik mit Boomerang-Effekt. Lass das. Lass das. Ganz weit werfen und dann von Boomerang-Effekt. hinten kommt irgendwie so eine Antwort. So, das heißt, Jesus Christus ist für deine Sünden gestorben. Ja. Für alle deine Sünden, die du gemacht hast. Für alle meine Sünden, die ich Ja, nee, du gegangen gehst als unbeschriebenes Blatt ins Jenseits. bin. Genau, wenn ich vor dem Richter stehe, dann wird der Herr Jesus Christus mich mit seinem heiligen Blut bedecken und ich werde am Tag des jüngsten Gerichts Ins reingesprochen. Paradies. Okay. Ja. Amen. Gilt das gleiche auch für einen Pädophilen? Christen? Wenn er umkehrt und seine Schuld Nein, nein, wahrhaftig nein, 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 bereut, nein, 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 nein. dann habe ich Ist schon der auch für seine Nein. Sünden gestorben? Für einen Der Jesus Vergewaltiger? Christus ist für alle Sünden gestorben. Für Aber alle wenn ein Sünden. Vergewaltiger in seinem Leben weiterhin vergewaltigt und nicht zum Herrn kommt und seine Schuld bereut, dann wird er für alle Ewigkeiten verloren gehen. Das ist genauso wie Tauber machen. Was macht ihr denn im Islam? Tauber machen? Reue zu Gott, nicht zu Sehr Mohammed. gut. Jetzt hast du es verstanden. Zu Gott, nicht zu Mohammed. Okay, ich habe dir Zu gesagt, Gott. was macht ihr im Islam? Tauber. Weißt, du verstehst doch, was Taube. das Taube bedeutet. ist Ja, Reue genau. Du und siehst, ja. dass der Mensch in seinem Leben dann eines Tages Reue zeigt vor Gott. Und so wird der Herr Jesus Christus deine Schuld und deine Sünden tragen, die du in deinem Leben begangen hast, wenn du umkehrst und dich von ihm verändern lässt. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen und das Neue ist geboren. Amen. Manu, du hast doch gerade gesagt, wer sind denn die Kuffars, ne? Hier, Sure 5, Vers 72 bis 73, sagt Allah, dass es die sind, für wahr, Ungläubige sind diejenigen, die sagen, gewiss, Allah ist Al-Messir, der Sohn des Mariams, wo doch Al-Messir selbst gesagt hat, o Kinder Israels, dient Allah meinen Herrn und euren Herrn. Hat es Also, wir Jesus sehen nicht doch, gesagt? mein Bester, Hat wenn man es? jetzt mal, warte, 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 warte. Bevor wir Okay. zu anderen Themen gehen, können wir gerne machen. Aber jetzt siehst du, wer sind die Kuffars? Die Christen. Jetzt gehen wir wieder auf Sura 48, 29. Stopp, Seid stopp, hart, stopp. nein, seid barmherzig untereinander, aber seid hart gegen die Kuffars. Warum sollt Okay. ihr hart gegen die Christen und Juden sein? Warum? Okay, warte. Antworte, mach keinen Bumerang. Nein, ich mache keinen Bumerang. Ich mache Nein, geradeaus. antworte Guck mal, gezielt. Wie was ist nicht Bumerang das hier? richtige Wort jetzt gerade, um dir das auf Ja, den dann Punkt zu denk bringen? nach Nein, und nein, dann nein, antworte. nein, Siehst du, nein. Ich antworte auf Habib, deine. siehst du, dass der Koran sagt, Warte, guck mal, dass der Mohammed Bruder, der ihr gesandte könnt Allah mit ist. 500 Millionen Menschen gegen mich reden. Oder nicht gegen mich, ihr redet ja nicht gegen mich. Ihr versucht ja gegen den Islam zu reden.
Nein, der Islam Bruder, ich habe mich mit dem Islam sehr gut beschäftigt. Ich habe mich, wie gesagt, das Alte Testament, ich habe mich damit sehr beschäftigt. Was mich daran stört, ist einfach dieses Johannes, Matthias und was weiß ich. Das ist doch nicht Altes Testament. Ja, ja, das Neue Testament. Entschuldigung, ich korrigiere meine Dinge. Manu, beantworte doch meine Frage. Ich beantworte deine Frage. Ja, leg mich ab. Warum einer, der einen Mensch anbetet, einer, der einen Mensch anbetet, der betet nicht zu Gott. Und ihr, ich frage mich, warum ihr immer denkt, Allah und Gott sind zwei Personen. Meine Frage, Manu, war, warum hat deine gegen die Frage Kufas? Ist beantwortet, indem ich dir sage, wer einen Menschen anbetet, darf der nicht rasiert werden? Ja, darf nicht angebetet werden. Nein, darf man auf einen Menschen schwören, Manu? Nein, auch nicht. Man darf nur auf Gott schwören, ne? Man darf nicht mal schwören, wenn 12 Zeugen gegen dich sind, laut Islam. Islamische Regelung, nicht was die Kanaken heute auf der Straße machen. Aber ist das Schirk? Ist das Schirk, wenn man auf jemand anderes schwört als auf Gott? Ohne das genau zu wissen, ich würde es einfach mal aus dem Kontext und aus meinem logischen Denken her als ja betiteln. Ja, ne, du kannst ja nicht einfach auf erschaffene Dinge schwören, wenn, dann würdest du doch auf Gott schwören, oder nicht? Richtig. Ja, also wenn du zum Beispiel ich schwöre auf meine Mutter oder ich schwöre auf meinen Bruder. Ah, das sind diese Kanaken-Dinger, Kacke da. Genau, man muss ja nicht sagen, ich schwöre bei Allah, wenn man das ernst meint, ne? Also Wallah, also Wallahi. Ja, genau. Also, und das nur, wenn du 12 Leute hast, laut islamischen Regeln, 12 Leute, die nicht glauben, dann darfst du erst auf Allah schwören, Bruder. Nicht warum, wie diese warum, Leute hier. Warum schwört denn dann Allah auf Mohammed? Hä? Ja, er schwört auf Mohammed. Was erzählst du da? Wallah, ja. Ich höre gerade von die Sachen. 15 Jahre Moschee, Bruder, als wäre ich nie da gewesen. Was erzählst du da? Du, 15, Vers 72. Du bist krass. Ja, schlag mal auf. Du hast doch den Koran, hast du doch gesagt. Jetzt steh auf und guck mal nach, bitte. Wallah, du bist echt krass. Ja, guck nach. Dein Gott, der schwört auf Mohammed. Mohammed ist höher als er selber. No. Astaghfirullah, Bruder, lass das. Ja, wir haben doch gerade geredet darüber, dass Gott nichts höher ist als Gott und man kann nur auf etwas schwören, das höher ist als er selber und das ist nur Gott. Okay. Aber warum soll denn Gott auf irgendein Wesen schwören? Okay, warum spricht dir dann Jesus gleichgestellt wie Gott? Weil der Gott ist. Aber der ist doch erschaffen. Nein, er ist ewig. Aber warte mal, ist er auch aus der Gebärmutter seiner Mutter rausgekommen wie du und ich, ja oder nein? Ja, natürlich, er ist geboren worden, aber er hat keinen Anfang und kein Ende. Der Herr Jesus Christus ist ewig. Aber er hat doch wohl ein Ende. Laut dem Christentum wurde er doch gekreuzt, oder nicht? Was? Also ist er gestorben? Ist er auferstanden oder nicht? Ja, sein Leib ist gestorben, doch nicht seine geistliche und sein also Wesen. Sein Gottwesen ist doch nicht gestorben. Also demnach kann Gott sterben. In einer menschlichen Form. Er hat doch eine Form angenommen. Er ist doch auferstanden. Und er hat eine Form angenommen. Als Mensch ist er noch die Erde gekommen. Kann Allah keine Form annehmen. Ich will mich nicht lustig machen. Wallah, ich will das nicht verstehen. Okay, kein Problem. Ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir. Kann Allah eine Form annehmen? Kann er zum Beispiel in einer anderen Form erscheinen? Nicht, dass ich wüsste, warum. Ja, doch, also könnte, wenn er wollte, aber wozu? Dein Prophet sagt in Sahih Bukhari 7439, sagt er, dass der Allah sein sexy Schienbein zeigen wird. Er wird sein Schienbein zeigen, okay. Ja. Okay, aber das beantwortet doch nicht die Frage. Natürlich, er zeigt sich in einer Form. Also der hat eine physische Form und dann macht er sein Gewand hoch, der Allah. Der hat so ein Gewand wie diese Jilbab und Kaftan und so. Da macht er sein Kaftan so nach oben und dann zeigt er so sein Bein. Und die Muslime werden sich dann anbeten, vor dem Bein niederwerfen. Ja, genau. Wallahi, Bruder, ich höre zum ersten Mal davon. Ja. Du hast alles irgendwie zum ersten Mal anscheinend. Ich höre zum ersten Mal davon. Ja, wie Sure 15, Vers 72. Bei deinem Leben, sie irrten wahrlich in ihre Trunkenheit, um Allah schwor auf Mohammed. Tafsir ibn Abbas sagt sogar, bei deinem Leben, oh Mohammed, Allah hat bei deinem Aber warte mal, ey, guck mal, Pablo, Leben ich will Mohammed mit dir gar nicht reden, weil geschworen. Du redest aus einem Kontext. Schwor auf Kontext Mohammed heißt nicht, dass er bei ihm geschworen hat, sondern ich verlasse mich auf Mohammed. Oder ich verlasse mich auf Ex-Muslim, dass er diese Sache. Allah verlässt sich da. Also Allah verlässt sich auf Mohammed. Warte mal bitte ganz kurz, Ex-Muslim, bitte. Ich würde dich gerne beim richtigen Namen ansprechen, aber ich kann dich halt nicht anders ansprechen, außer deinen TikTok-Namen. Ich bin Jamal, falls du mich ansprechen willst. Jamal. So, Pavlos.
Wenn ich zum Beispiel, wenn wir jetzt zu dritt sind, ja, und ich verlasse mich jetzt nur auf Ex-Moslem, dann sage ich, ich schwöre auf den Ex-Moslem, dass er das packt und nicht Pavlos. Ja, das ist mit und Schwören. Ja, mein sehr ich würde doch auf mich schwören oder auf dich schwören. Nicht warum schwören als Schwur, sondern auf dich setzen, dass du es packst. Das arabische Wort, was du da gerade vorliest, hat eine ganz andere Bedeutung. Warte, der Tafsir sagt was anderes. Da steht drinnen, bei deinem Leben, O Mohammed, Allah hat beim Leben von Mohammed, Friede sei mit ihm, geschworen. Und es wird auch gesagt, dass er seine Religion sie geschworen hat, weil sie nicht wussten, dass sie auf den Tod zusteuern. Geil, Alter. Guck mal, ne? Ja, mal. Sag mal ehrlich, wie viele Backpfeifen hast du schon von irgendwelchen Muslimen gekriegt, dass du denkst? Bei Ex-Muslim, ich weiß, warum der das macht. Okay, ich danke dir von ganz herzlich, dass du dabei warst. Komm, jetzt ist auch gut. Backpfeifen, auf den hier, Bruder, ich bin nur hochgekommen, dir eins zu sagen. Hast du gesehen, was in Marokko passiert ist? Was in Marokko passiert? Du musst in TikTok eingeben, Marokko Karneval. Das haben die Leute mir gesagt, ich habe geguckt, ne? Einfach so Schweitan geworden. Auf Straße. Ehrlich? Ich weiß, was das ist, ob da ein Fest ist, ob das bei denen so islamisch schaffe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Schweitan, habe ich gesehen. Warte mal. Wie in Marokko? Marokko-Karneval, mehr habe ich nicht eingegeben. Direkt das Video habe ich gesehen. Die sind so aus wie Tiere angezogen. Und so ganz komisch. Ja, heftig. Was ist das denn? Okay, danke dir, Pavlos. Gott segne dich an. Bis dahin, Bruder. Okay, ciao, ciao. M-Punkt. Ich grüße dich. Ich dachte, das wäre Manuelsen, M-Punkt. Der nennt sich auch M-Punkt, ne? Ja. Ja, das sagen mir viele. Aber was soll ich machen? Also mein Name ist Marvin und ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich die Musik von Manuel nicht damals sehr gemocht habe. Und daraufhin habe ich gedacht, okay, gut, ich heiße Marvin, er heißt Manuel, dann mache ich das Gleiche. Ne? Okay, ja, schön. Also. Endpunkt. Aber ich denke mal, in naher Zukunft werde ich das irgendwann ändern. Aber ich finde es noch finde ich es lustig. Hauptsache, dein Innerstes verändert sich. Dein Name braucht sich nicht zu verändern. Ganz genau. Verändert dein Inneres und nicht deinen Namen. Ja, das stimmt. Damals auch, als ich zum Glauben gekommen bin, dann habe ich ja das erste Video mit AVK damals gemacht, dieses YouTube-Ding. Und dann sagte er zu mir in einer Szene, Amir, du bist doch jetzt Christ geworden. Warum änderst du dir jetzt nicht deinen Namen in Markus oder Matthias oder irgendwie sowas? da habe ich den geantwortet. Meine ich so, was soll denn? Warum soll ich denn meinen Namen verändern, wenn Gott mein Herz verändert hat? Hm? Ganz im Islam kannst du deinen Namen verändern von Achim in Ahmad oder Pierre in Abu Hamza. In Abu Hamza, ganz genau so. Und trotzdem bleibst du ein Riesenhamster, ja, genau. Oh. Nicht, dass du morgen eine Ansage bekommst, aber hier. Nein, aber das stimmt schon, ja. Also, wenn man sich ja im Islam bekehrt, dann kriegt man ja direkt einen neuen Namen, ne? Es ja, genau, dann kriegst du so einen islamischen Namen, ne? Ja, stimmt. Also es gibt so, dann könnte aus Günther eventuell dann Abu Günther werden, aber Abu Günther, man. Abu Günther Al-Almani. Das klingt schon fast wie so ein MC, ja? Abu Gustav Al-Almani. Abu Pietro Al-Almani. Ja, dann siehst du wieder auf einmal beim ES stehen. Ja, du hast schon kreative Ader, ja, was diesen Namen betrifft. Ja, da muss man ein bisschen kreativ sein. Ich bin nicht umsonst Hetzologe, ich bin der Hetzologe. Ja, Hetzologe. Hetzologie, immer viel Hetzologie betreiben. So, was kann ich für dich tun, mein Bester? Ach, eigentlich tatsächlich gar nichts. Ich wollte, weil ich bin auch Christ und ich wollte eigentlich dir wirklich von Herzen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen kann. Also ich wollte eigentlich dich nur bestärken, dass du eine wirklich, wirklich, wirklich gute und schöne Arbeit machst, mein Bruder.
Gott segne dich und deine Familie. Ich hoffe natürlich, dass du deine Schuld vor dem Herrn Jesus Christus bereut hast, mein Bester. Ich habe sie bereut. Ich habe immer noch gewisse, wie soll ich das sagen, so Baustellen, an die ich nicht so ganz weiterkomme. Aber ich weiß auch, wo das Problem natürlich liegt. Mein Fleisch ist halt noch zu schwach und ich selber wahrscheinlich habe noch nicht genug Willen, um über gewisse Grenzen zu kämpfen. Da haben wir alle mit zu kämpfen, mit unserem Fleisch, ne? Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach, jeder von uns. Keiner kann sich freisprechen davon. Alle, die hier drin sind, alle 600, du, ich, alle hier. Oh ja. Das Fleisch drückt, unsere Natur ist sündige Natur. Was ist das, dieser Körper, den wir haben, ne? Ja. Aber das Wichtigste ist, dass du eines Tages in deinem Leben Reue gezeigt hast und vor dem Herrn Jesus Christus zusammengebrochen bist. Dass du gesagt hast, Herr Jesus Christus, ich komme mit all meinen Sünden heute zu dir und lasse sie an deinem Kreuz ab, Herr. Reinige mich mit deinem heiligen Blut, das du für mich vergossen hast, Herr. Lass mich von Neuem geboren sein und sende mir deinen heiligen Geist. Amen. Das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht und das war das war die schönste Entscheidung in meinem Leben, ne? Hast du dich so gefühlt, als hätte dir jemand eine Tonne Last abgenommen, ne? Ja, doch. Also ich habe wirklich starke Entlastung gefühlt, ja. Sehr, sehr gut. Wundervoll. Ja. Traurig ist natürlich, dass man dann manchmal nach so paar Jahren, dann geht man so zu alten Gewohnheiten, die man eigentlich abgelassen hat. Weil wir halt in diesem sündigen Leib sind, weil wir halt immer noch in dieser Welt sind, versuchen wir natürlich, uns abzusondern, aber manchmal drängt uns das irgendwie immer wieder dahin, obwohl wir es nicht wollen, verstehst du? Das sagt der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 7. Ne? Das Gute, das ich verrichte, das tue ich nicht. Das Böse, das ich eigentlich nicht tun will, das tue ich. Verstehst du? Der hat ja selber damit zu kämpfen. Er sagte, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Die Sünde beherrscht mich. Oh, ja. Ja, das ist das. Der Apostel Paulus hat ja selber damit zu kämpfen und er hat uns das ja mitgegeben. Deswegen können wir das ja nachvollziehen, ne? In diesem sündigen Leib gefangen zu sein. Das ist ein Everyday-Kampf, ne? Genau, Everyday am Hustlen, da hast du das, ne? Everyday am Hustlen. Ja, wer kennt das nicht? Everyday am Hustlen. Das passt eigentlich dazu, ne? Ja, genau, das passt dazu, ne? Ja, heftig. Ich hätte niemals gedacht, dass du, wahrscheinlich hattest du heute nicht so viele Anfragen, ne, dass du mich überhaupt hochnimmst hier, ne? Doch, ich entscheide einfach. Manche gehen raus, manche nicht. Gerade eben war wieder viel los, jetzt weniger. Ist auch egal, ob viel los ist, weniger los ist, kein Problem. Manche, die dir auf den Sack gehen, ne? Ja, kommt auch da. Würdest du das auch so sagen, dass die manche tatsächlich auf den Sack gehen? Ja, einige kommen so und trollen hier rum. Natürlich geht das einen auf die Nerven, klar. Aber darunter sind auch Leute, die normal reden, mit denen man ein normales Gespräch manchmal führen kann. Manchmal. Okay. Und darunter sind dann auch Katastrophen dabei. Ne? Es ist von allem etwas. Würdest du denn auch sagen, dass du dich tatsächlich manchmal erwischst, dass du dich von gewissen Aussagen und Attitüden irgendwie triggern lässt, sodass du Dinge sagst und vielleicht dich irgendwie auf eine Art und Weise verhältst, von der du denkst, so, wow, das hätte ich nicht machen sollen? Ja, manchmal, wenn ich darüber nachdenke, wie unsere Glaubensgeschwister in den islamischen Ländern behandelt werden und wie die Muslime hier in Saus und Braus leben, ne, da drückt mein Fleisch extrem, weil ich dieses Leid nicht ertragen kann, diese Ungerechtigkeit, die den Christen angetan wird, aufgrund dieser widerwärtigen Texte des Islams, verstehst du? Da kocht das in mir, verstehst du? Und ich kann manchmal, kann ich mich nicht kontrollieren, ne? Dann sage ich so manchmal Sachen, ich wünschte, ich hätte die Möglichkeit, euch einmal die islamischen Schriften an eurem Leib und euren Familien zu praktizieren, damit ihr das Leid der Christen erfährt, was eure Schriften euch mitgeben. Verstehst du? Das ist das Fleisch, was in mir ist. Aber der Geist in mir sagt, das alles muss geschehen, weil der Herr sein Wort in Erfüllung geht. Und ihr werdet von allen gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Und sie werden euch verfolgen und euch ausstoßen. Und sie denken, dass sie Gott einen Dienst erweisen, wenn sie euch Nacken therapieren. Und welche Religion macht das? Welche Religion auf der Welt ist so heftig dabei, die Christen hardcore zu verfolgen? Ich würde schon sagen, dass das der Islam ist, ne? Also, der greift schon sehr, sehr hart durch. Die Mathematik ist hier ganz einfach. Der Herr Jesus Christus hat uns schon immer vor dem Islam gewarnt. Also der stärkste Punkt, den ich immer gesehen habe, ist dieser freie Wille, den du da ja sozusagen bei denen, der wird nicht so ausgeschöpft im Islam. Also du wirst ja dann schon quasi therapiert, so wie du gerade gesagt hast.
Ja, genau. Also die setzen dich, wenn du Pech hast, also die entscheiden dann selber, je nachdem, ob die dich in die Ewigkeit schicken oder nicht. Es ist immer dem muslimischen Herrscher überlassen, ne? Wenn die zum Beispiel Krieg führen, dann werden die entweder Gefangene nehmen und dich zum Konvertieren bringen oder aber auch dich in die Ewigkeit schicken. Das liegt im Ermessen des Kriegers, aber auch des Herrschers, der gerade da in einem islamischen Staat herrscht, ne? Der Mohammed hat ja gesagt in einem authentischen Hadith, wenn ihr die Nicht-Muslime trefft, setzt sie vor drei Alternativen. Das ist das Prinzip im Islam. Deswegen hat der Islam sich seit 1400 Jahren nur mit Gewalt durchgesetzt, ne? Und sich aufgeteilt in, also die Länder aufgeteilt in Dar al-Harb und Dar al-Islam, ne? Das Haus Okay. des Krieges und das Haus, was islamisiert wurde. Und die Muslime werden erst aufhören, bis die gesamte Welt Islam, also islamisiert wurde. Heftig, ne? Oh. Aber weißt du, dass ich auch einmal recherchiert habe, dass der Islam noch nicht mal die größte, jetzt bekannteste Religion oder mit den meisten Anhängern, glaube ich, ist. Kann das sein? Ja Ich glaube, doch, die ist auf ja. Platz 3, würde ich sagen, Platz 3 oder 4. Ich weiß auch gar nicht, wie die Muslime überhaupt zählen. Die zählen ja alles mit. Bei denen irgendwie ist jeder irgendwie Moslem. Aber wenn du so bemerkst, wer ist denn überhaupt ein richtiger Moslem? In dieser breiten Masse ist ja auch, sind die meisten überhaupt gar keine Muslime mehr. Sie sind von Generation zu Generation einfach nur noch Namensmuslime, Passmuslime. So wie es hier so Passchristen gibt, gibt es auch genügend Passmuslime im Islam. Es gibt aber eine große Gruppe, die auch anfängt, den Islam politisch zu benutzen. Und dann, jetzt treten ja hervor, du siehst ja mit Hamburg zum Beispiel. Und die fordern natürlich dann lautstark hier in Deutschland auf einmal ein Kalifat. Ne? Sowas gab es vor Jahren, hätte man niemals gedacht, dass sowas überhaupt jemand wagt auszusprechen in Deutschland. Ne? Und dann siehst du auf einmal, dass diese Leute das machen. Ne? Und das wird immer heftiger und heftiger. Und du siehst die Immer Großstädte, wie die heftiger. aussehen. Ne? Die Großstädte sind einfach eine Katastrophe, verloren. Ja. Die westlichen Großstädte, so, ne? Das ist Wahnsinn. Ja, und dann stell dir Die mal vor, Hoffnung mit dem sinkt. Gedankengut, mit was für ein Gedankengut die da rumlaufen, ne? Ein Kalif, weißt du, was das heißt, ein Kalifat zu gründen und auf einmal nach Koran und Sunna zu richten? Dann werden ja auch die Nicht-Muslime in einem islamischen Staat vor die Wahl gestellt, ne? Das ist ja dann, da gibt es ja kein Zurück mehr, ne? Das ist ja nicht auf Grundlage des Grundgesetzes aufgebaut, wo jeder Mensch frei seine Meinung äußern kann und so. Nein, in einem islamischen Staat geht's zur Sache. Du kannst nicht das Da machen, geht's das richtig zur machen. Sache. Da geht's richtig zur Sache. Nee, nee. Also da tust du schon das, was dir aufgetragen wird, ne? Ja, genau. Die Muslime werden dich dann aufgrund deines Glaubens auch unterdrücken, weil das Omar ibn al-Khattab so mitgegeben hat, ne? In Sure 9, Vers 29. Du wirst also bestimmte Klamotten anziehen, damit die Muslime dich erkennen. Du musst bestimmte Merkmale haben, damit sie dich erniedrigen können auf der Straße, so, ne? Du musst nach Sure 9, Vers 29 wirklich erniedrigt werden. Also das Kranke. Das ist das Kranke, was ich weiß, ich kenne ja alles, ich habe ja den Tafsir gelesen und ich habe ja sag mal schnell, den Tafsir von Ar-Razi und At-Tabari und alle, die ja die Sure 9, Vers 29 auslegen. Und dann wirst du eigentlich merken, dass es eigentlich Satanismus ist. Das ist das Kranke. Ja, wenn die Muslime, die brauchen mir gar nicht zu glauben, die können einfach Sure 9, Vers 29 und alle Tafsir dazu durchgehen. Und dann siehst du, wie die Gelehrten uns die brutale Wahrheit über den Islam erzählen. Ja. Und im Zeitalter des Internets brauchen wir 5 Minuten Recherche. Da hast du alles schon drauf. Hast du alles schon drauf. Aber weißt du, was an dir echt faszinierend ist? Und ich denke, die meisten sehen das, aber ja, es ist vielleicht für die meisten aber auch sehr schwer, irgendwie so zu sagen oder zuzugeben. Du hast ein enormes Wissen, ne? Ach was, es gibt andere, die haben noch 10-mal größeres Wissen. Ja, man baut sich über die Zeit so ein kleines Repertoire auf, klar, aber. Ja, aber über die Zeit, aber würdest du, was, wie könntest du sagen, was ist so deine tägliche Basis, um dein Wissen irgendwie zu stabilisieren und immer größer werden zu lassen? Was machst du? Ich lese mir Würdest du selbst die plump sagen, Bibel einfach durch. lesen? Wenn ich zum Beispiel im Auto unterwegs bin, dann lasse ich die Hörbibel laufen und verinnerliche immer wieder das Wort. Und dann gucke ich immer nach, dann gucke ich immer im Handy nach, wo war die Stelle gerade? Und dann merke ich mir das so, ne? Okay. Aus den verschiedenen Evangelien oder aus den Briefen des Apostel Paulus. Und dann versuche ich das so mir reinzuhämmern, ne? Input.
Ja, aber das ist schon Analyse. Du machst ja dann täglich, Analyse. Bist du ja, beim entweder, wir müssen, entweder du gehst vernünftig davor und versuchst das Ganze herauszufinden, was es auf sich hat, was die Worte bedeuten, Wortanalyse, Wortstudie und dann siehst du und betrachtest dir den Kontext und nicht nur einen Vers aus dem Kontext rausgerissen. Nein, du guckst dir das Ganze an und dann guckst du dir auch andere Geschwister an, wie was auszulegen ist. Du liest dich einfach durch. Es ist schwierig, manchmal nagt das auch an meinen Nerven, weil man manchmal möchte man alles wegwerfen, so weil ich selber überhaupt nicht mehr so alles in mir reinkriege, aber trotzdem versuche ich immer wieder dabei zu bleiben. Ne? Ja, das ist die hohe Wissbegierigkeit, die du dann hast. Ne? Also die treibt dich dann ja wahrscheinlich auch an. Ne? Aber irgendwann ist auch der Kopf am Rauchen, ne? Das Gehirn natürlich spannt irgendwann mal nicht. 100%. Aber eine sehr, sehr große Arbeit, die du da leistest. Also ich nehme mir immer ein Beispiel an dir, also wirklich möge der Herr dir weiterhin Kraft geben für das, was du tust. Danke. Was für mich, da gehe ich jetzt mal einen Schritt ganz nach oben, was für mich eine große Bereicherung wäre, ist, dich irgendwann mal treffen zu können, mit dir auch Angesicht zu Angesicht reden zu können. Und da lacht der junge Mann schon und sagt, das wird niemals passieren, ich bin ein Kopf. Wer weiß, vielleicht wirst du mich eines Tages auf der Straße sehen. Ich gehe ja überall hin, wo ich möchte. Ja. Und es kann zufällig sein, dass du mich dann siehst. Ne? Also ich bin viel in Großstädten unterwegs. Ne? Ich gehe auch einkaufen, überall. Die Leute sehen mich, machen ja auch Fotos mit mir und sowas. Also von daher ist es eigentlich kein so großer Akt, mich nicht zu sehen. Ne? Es sei denn, du kommst dann halt aus einer ganz, ganz fern Stadt hier in Deutschland. Ne? Amen Cologne. Ah, Cologne, ja, siehst du, dann bist du gar nicht so weit. Ach so, okay. Darf ich denn erfahren, wo du so unterwegs bist? Hamburg, Rostock, Potsdam, darf ich erfahren, wo du so unterwegs bist? Eigentlich überall. Überall kannst du mich treffen. Überall kannst du mich antreffen. Ich bin in meinem Headsmobil immer überall unterwegs. Ja, man sieht dich auch jedes Mal, wenn du in deinem Fahrzeug sitzt. Also man analysiert ja sogar diese Videos von dir, ne? Also deine Lives. Der hintere, wie nennt man das, dieser Hinterkopf von deinem Sitz, der sieht aus wie so ein Transporter. Also könnte man daraus schließen, dass du... Ich bin Jason Statham. Ich bin Dr. Sheikh Abu Amir Jason Statham. Ja, so. Du bringst die Pakete rüber und wenn dich einer angreift, dann schwingst du dein Karatebein raus. Ne? Das sind richtige Pakete. Ja. Geil. Okay, mein also, Bester. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du mich hochgenommen hast. Ja, gerne. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Und ich werde aber immer wieder eine Anfrage stellen. Ne? Also irgendwann. Ja, kein Problem. Alles klar. Du bist immer willkommen. Gott segne dich und deine Familie. Vielen, vielen Dank. Einen schönen Abend dir, mein Bruder. Ja, auch. Ciao. Ja, cooler Junge. Cooler Typ. So, was ist denn? Viele Grüße aus Bergheim. Ja, sehr schön. Bergheim bin ich auch immer sehr oft. Abo Bergheim. Abo Bergheim. Ich habe vorhin heißt Abo Bergheim. Hi. Wir haben ja schon 11 Uhr, mein. Boah, das geht ja so schnell. Hallo, hi. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch. Also ich habe mal eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob du mir da weiterhelfen kannst. Also ich... Ich bin Christin, also ich bin evangelisch und habe meine Tochter auch so erzogen. Und wir sind auch zusammen in eine Gemeinde gegangen, bis der Pastor jetzt irgendwann in Rente gegangen ist. Und der Neue, der gefällt meiner Tochter nicht so. Ja, das ist ja ihre Sache, sie muss ja nicht mit, ich zwinge sie ja nicht. Aber jetzt hat sie sich einer Freundin angeschlossen. Ja, hat mir erst nur gesagt, die glaubt auch an Gott und die nimmt mich mit zur Kirche. Die ist Italienerin, da habe ich gedacht, die ist wahrscheinlich katholisch, ne? Und jetzt hat sich herausgestellt, dass das so eine, also ich habe das vorher noch nie gehört, Epo-Church heißt das? So eine Charismatikerin? Ich weiß es nicht, das soll eine freikirchlich soll das sein, ne? Was machen die, da legen die Hände auf und so ein Blödsinn, oder was? Nee, also ich habe da jetzt Videos gesehen, also bei YouTube zum Beispiel, da filmen die ihren Gottesdienst. Die machen ganz normal, also sah für mich aus wie ein ganz normaler Gottesdienst. Die haben aus der Bibel gelesen und die glauben an Gott, ne? Und ja, ich fand das auch erst nicht schlimm. Das Glaubensbekenntnis von ihnen mal zeigen. Ne, sag mal, woran glaubt ihr? Dann habt ihr so eine Internetseite, wo man das mal nachschlagen kann, nachlesen kann. Ja, die haben. Die Gemeinde hat so ein gewisses Glaubensbekenntnis und das kannst du ja dann einfordern von denen.
Okay, weil, also ich habe jetzt nur gelesen im Internet, wenn man Epochurch eingibt, dann steht da, dass das schon sektenähnlich wäre und dass die sich Ja, deswegen einfach guckst du halt, finanzieren. du lässt dir du kannst ja die das Glaubensbekenntnis von ihnen geben, ne? Was ist das? Okay. Emu Church? Ich hoffe nicht, dass sie dann anfangen, sich dann dementsprechend dann zu bearbeiten. Emu Church. Epo, Na, Epo. EPO. Ja. Emu Church. Nee. Siehst du Aber einmal, die Leute sind da einfach. ich sage jetzt mal so, wenn sich jetzt rausstellt, dass das so sektenähnlich ist, ne, ja, soll ich meine Tochter da ihr das verbieten? Ja, du sollst auf jeden Fall mit deiner Tochter reden, weil du musst ja herausfinden, wo deine Tochter da hingeht und was das für eine Gemeinde ist. Ja, Wie das alt ist ist denn deine Tochter überhaupt? Ist sie schon volljährig oder sie ja Nee, die bestimmt, ne? 17. Ja, siehst du, du hast eine große Verantwortung vor deinem Kind, ne? Du Ja, musst sie deswegen. hüten. Du hast eine Riesenverantwortung vor Gott, ne? Du kannst nicht einfach in solchen Gemeinden gehen lassen, wo eventuell du gar nicht weißt, an was sie da glauben, ne? Ja, das ist ja eben meine Angst. Also ich habe mir jetzt den Gottesdienst da auf YouTube angeguckt, ne? Die filmen das da immer mit. Also wie gesagt, die lesen aus der Bibel. Ja, also glauben schon an Gott, ne? Ja, dann guck dir doch das. Ich glaube, die haben auch eine Internetseite, wie du gerade gesagt hast, ne? Ja. Ja, dann gehst du mal mit ihnen auch und schaust dir auch heute mal nochmal diese Internetseite an. Glaubensbekenntnis, die meisten Gemeinden, wie ich dir gerade eben erklärt habe, haben auf ihrer Homepage immer das Glaubensbekenntnis. Und dann liest du das einfach mal durch und dann guckst du mal, was das für Leute sind, ne? Hallo? Hallo? Ja, bist du noch da? Ja, du Dir warst sagt weg. das gar nichts. Epo Church hast du noch nie gehört. Nee, ich habe noch nie was von. Ich kenne nur Emus, aber keine Epus. Ja, okay. Ich kenne nur Emus, aber keine Epus hier. Ach, guck mal, da hat jemand schon so einen Link reingesetzt. Glaubensbekenntnis, Epo Church. Okay. Ja, ich schaue mir das mal an. Ja, genau, am Ende gibt es sogar noch Schahada auf der Seite. Das hat mir auch noch gefehlt, ey. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber die richtige Schahada. Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und ich bezeuge, dass Jesus Christus der allmächtige Gott ist, der ins Fleisch gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben. Amen. Amen. Ja. Das ist die christliche Schahada. Ja, alles klar. Ich werde mal nachgucken. Okay, Jackie, dann möge der Herr dir beistehen und dir helfen bei all deinen Angelegenheiten. Dank dir. Okay, ciao. Tschüss. Miau! Da war noch eine Katze noch dahinter. So nach dem Motto, du hast recht, da vor mir. Gut gesagt, da vor mir. So. Ach hier, der macht wieder seinen wundervolle Geräusche. Beeil dich. Sehr gut. Diesmal hat er gesagt, ich liebe dich. Seht ihr, der wird immer besser. Der wird immer besser, der Junge. Sonst kommt er und macht immer. Jetzt sagt er, ich liebe dich. Seht ihr? Der hat ein Update gemacht. Ich liebe dich. Nächstes Mal musst du richtig mit Gefühl. Ich liebe dich. Oh ja. Sein Herz geht auf. Ja, natürlich. Hallo? Was war das denn gerade? Ja, der kommt immer rein. Der ist mein Ehrengast. Der darf immer kommen und kurz mal so machen. Und Geiler jetzt hat Typ er auf ein jeden Fall. Update gemacht. Jetzt hat er gesagt, ich liebe dich. Ja, immerhin. Immerhin, Ja, siehst du, von siehst du, diesen. langsam kommt er zu Bewusstsein. Also von kommt er auf einmal, ich liebe dich. Ist Ja, das nicht super, wundervoll? gute Evolution. Das ist Hör eine mal, also bei Italienern, ich weiß nicht warum, aber wenn die in Freikirchen gehen, ne, dann gehen die eigentlich fast immer in Pfingstgemeinden. Das sind so charismatische, ne? Ja, fing's gemein. Das sind halt die halt glauben, dass du noch eine zusätzliche Taufe bekommst und erst dann bekommst du die Zungenrede. Und wenn du die Zungenrede nicht hast,
dann hast du auch nicht die Taufe im Heiligen Geist bekommen. Also du bist so ein halber Christ. Ich möchte jetzt natürlich denen nicht das Heil absprechen, ne? Die glauben ja wirklich an Jesus Christus, das weiß ich. Aber haben halt so eine leichte, ja, Verständnisprobleme, sag ich mal. Was haben die Tischtennisprobleme? Nein, Verständnisprobleme. Ach, Verständnisprobleme, ich wollte schon sagen, was sind die Ping-Pong-Spieler da? Die machen ab und zu mal ein bisschen Ping-Pong. Ping-Pong hier, Ping-Pong da, ein bisschen da hinspringen. So Ping-Pong-Verständnis, ja, in den charismatischen Gemeinden geht das wirklich Ping-Pong-mäßig zur Sache. Hast du das schon mal gesehen, was in Amerika los ist, wenn die dann anfangen, wenn dieser Higgins und wie heißt der, Benny Hinn und sowas, wenn die mit der Jacke rumwedeln, hast du das schon mal angeguckt? Ja, kenne ich, voll das verrückt. Das ist so crazy, die ganze Gemeinde springt auf einmal in die Luft, fallen um und dann auf einmal gackern die wie so Hühner. Und dann sagt er, seht ihr da, der Heilige Geist wurde empfangen. Das ist so ja, eine Blasphemie. Da gibt es so einen Spruch, Benny hin oder Benny her. Was war das? Was machst du ich da? Ich hab so Kinder zu Hause. Also okay. Das hat sich sehr, sehr komisch angehört. Ja, auf jeden Fall, warte mal, ich wollte noch was anderes sagen. Ach so, ja, genau. Kommen wir nochmal kurz zum Islam, ne? Also, wie gesagt, ich liebe alle Menschen, ne? Und auch die Moslems sind Geschöpfe Gottes. Natürlich. Und wenn Amir über euch redet, das macht er aus Liebe. Er möchte, dass ihr Kinder Gottes werdet, Leute, ne? Deswegen macht er das. Und Leute, guck mal, überlegt doch mal logisch. Also jetzt wieder an die Moslems. Guck mal, ein heiliger Gott einem erwachsenen Mann erlauben, Schande über ein kleines Mädchen zu bringen, Leute? Überlegt doch mal bitte. Würde ein heiliger Gott das tun? Guck mal, wenn jetzt hier irgendwelche Moslems sind, die auch vielleicht Kinder haben in dem Alter 6 bis 9 oder so, ne? Würdet ihr das, wenn ihr eure Kinder liebt, wenn ihr sie nicht liebt, natürlich nicht, scheißegal, ne? Aber wenn ihr eure Kinder doch liebt, würdet ihr das erlauben, dass in 52 bis 54, ich weiß nicht, wie alt er war, Leute, überlegt doch mal bitte. Und würde das ein heiliger Gott machen, erlauben? Das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Ich muss wirklich sagen, ihr seid auf dem Irrweg, ne? Aber ihr könnt natürlich zum Glauben zu Jesus Christus kommen und eure Seele retten. Aber Leute, wenn ihr das alles wisst und befürwortet, Leute, dann seid ihr meiner Meinung nach auch nicht den Himmel wert, ne? Sag ich euch ganz ehrlich. Wenn man das befürwortet und das gut heißt, ja, dann gehört ihr auch wirklich dahin, wo der Widersacher hinkommt. Zumal das Ganze auch wegen einem Traum stattfand. Der Mohammed hat ja einen Traum bekommen, in dem er Engel Gabriel gesehen hat, wie er dieses kleine Kind ihm oft so präsentiert hat und gesagt, das ist deine Frau. Und dann ist er eiskalt zu seinem besten Freund Abu Bakr gegangen in Sahih Bukhari 50:82 und hat um die Hand von Aisha gehalten und der Abu Bakr sagte, aber du bist mein Bruder. So frei nach dem Motto, aber wir sind im gleichen Alter, du bist mein Bruder. Dann sagte der Mohammed, ja, ich bin dein Bruder in der Religion. Aber Aisha ist mir erlaubt, geh mal her. Pervers, einfach nur pervers. Richtig krank. Und weißt du, was das Ganze, noch einen draufsetzt? Er selber hat eine Tochter und dann kam sein eigener bester Freund und der andere, Omar ibn al-Khattab und Abu Bakr, um nach der Hand von seiner Tochter zu fragen. Und dann sagt er eiskalt, sie ist zu jung. In Sunan an-Nasai, Hadith 3221. Muss ich mal vorstellen, was für eine Heuchelei, ne? Er selber ein 6-jähriges Kind und fragt nach der Hand eines 6-jährigen Kindes. Da musst du dir mal vorstellen, wie pervers waren dann diese zwei anderen erwachsenen Männer, die nach der Hand von einem Baby oder 2-3-jährigen anhalten, oder wie? Ja, das kann man sich ja mal vorstellen. Wie alt war sie denn? 2-3 Jahre? Also schämen diese Leute sich nicht, nach einer 2-3-jährigen Hand anzuhalten. Heute, im Jahre 2024, gibt es immer noch Leute, die dem hinterherlaufen. Das kann man doch einfach nicht, also nicht nachvollziehen, ja, unabhängig von jedem Glauben. Die blenden das einfach aus. Also, ja. Okay, mein Bruder, lieber, ich gebe hin. Bis bald, ja? Okay, ciao. Mach weiter so. Ciao, ciao. Hi, Amir, wie geht's dir? Ja, Handel, Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Auch gut, danke dir. Ich wollte dich fragen, ob du Robert Breaker kennst und was du von ihm hältst. Robert Breaker?
Ja, der macht so, wie soll ich das erklären? Er macht so Videos auf YouTube, wo er erklärt, zum Beispiel, dass es Riesen gab und wie die zustande kamen und so weiter. Nee, sowas kenne ich nicht, keine Ahnung. Robert Okay. Braven. Ich kenne nur diese Namen, die sich da so nennen. Ne? Hier B-Boy und wie die sich alle dann nennen, keine Ahnung. Breakdancer. Die machen auch entweder B-Boy so und so oder hier, ich weiß nicht, wie die sich da nennen, keine Ahnung. Und dann kommt auf einmal Breakdancer so als Name. Robert Breakdancer. Okay, nein, das wär's dann. Okay, Gott segne dich und deine Familie. Danke dir, dir auch, danke Okay, vielmals. tschüss. So, ihr Lieben, wir machen jetzt langsam Schluss. Ich muss morgen früh raus. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen. Ich kann nicht mehr. Ich muss langsam mal Hayabobo machen gehen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen, sein Angesicht über euch leuchten lassen. Und habt Acht auf euch und auf das, was ihr glaubt. Lasst niemals zu und lasst euch niemals eures Heils berauben, ne, dass ihr in Christus habt. Ne. Ihr seid aus Gnade gerettet und lasst euch niemals von irgendjemand anderen verführen zu einem anderen Evangelium. Denn es gibt nur ein Evangelium, und zwar die frohe Botschaft des Herrn Jesus Christus, dass er selber stellvertretend für uns bezahlt hat und uns erlöst hat von diesem, ja, sein Erlösungswerk, ne, uns erlöst hat von den Sünden, ne. Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen. Amen. So Gott will, sehen wir uns morgen, ja. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Mann, mit was für Blicken ich angeguckt werde. Da hat mich, glaube ich, einer erkannt. Ein Moslem. Der wusste aber nicht, wie er, was er sagen soll. Der wusste nicht, was er machen soll. Ist er das nicht? Der hat gedacht, der guckt ja gerade einen Geist an, ne, Kleine. Ist er der Dr. Sheikh Abu Amir? Ey, ist er das? Der sieht ihm aber ähnlich aus. Sein Gesichtsausdruck hättet ihr mal sehen müssen, der ist blass geworden. Ist er das nicht? Der wusste gar nicht, wie er mich zuordnen soll, was er sagen soll, was er machen soll. Er ist blass geworden. Blasphemie. Oh, Blasphemie. Er wusste nicht, wie er reagieren soll, ja, genau. Aber glaub mir, die meisten Muslime, die breite Masse ist eher so normal drauf. Darunter gibt es aber eine große Zahl, die auch so gewaltbereit sind. Das ist also gemischt. Viele Muslime sind halt in der Hinsicht noch sehr, sehr locker und human und tolerant. Aber darunter gibt es aber auch diejenigen, die dann auch gerne Gewalt anwenden wollen. Versteht ihr? Also von beidem. Wir haben sowohl als auch Gewalt anwenden. Ah, gut, der Dr. Sheikh Abu Amir kommt ja selber von dieser Gewaltkultur. Dr. Sheikh Abu Amir kommt selber von Gewaltkultur. Hast du mit Ali, mit Allah geredet? Nee, mit Allah nicht. Ich habe mit Allah geredet. Allah! Allah! Wie einige immer sagen, Allah, Allah. Einige Muslime, das ist so krass, ne? Ganz besonders der LSD-Russe. Wo ist der eigentlich hin? Kennt ihr den noch? Diesen einen, der so auf einmal aufgetreten ist und den Islam angenommen hat und auf einmal jetzt auf einmal nicht mehr da ist. Wo ist der hin? Wo ist dieser Typ überhaupt hin, dieser LSD-Russe? Allah. Die Bosnier sagen Allah. Ja, genau, das ist unglaublich. Ich komme gleich wieder, bis gleich. So, Dr. Sheikh Abu Amir ist wieder da. Wer stellt den Dr. Sheikh Abu Amir denn? Was ist denn da los? Al Burak Airlines. Wer stellt den Doktor? Das ist Unglaube. Das ist Hulumit. Befolgt blind, was von seinem Führer. Die eher blind befolgt, Ach, geschrieben worden ist, liest. Also Pierre Vogel befolgt blind diese Gruppierungen, die
extrem sind, die radikal sind, die Zwietracht und Unreinheit und die Reihe der Muslime spalten wollen. Und sie, der Prophet hat doch gesagt, dass in der Familie, zu Hause spaltet. Sind Probleme aufgetreten, sind die Kinder und ihre Eltern, zwischen Mann und Frau, zwischen Sohn und Mutter, wegen dieser falschen Lehre, die Pierre Vogel verbreitet. Und der Pierre Vogel behauptet, mit Allah in Verbindung zu sein, walayadu billah. Er sagt, ich bin 24 Stunden täglich mit dem allmächtigen Gott verbunden. Und das ist Unglaube, das ist Hululismus, das ist Glaube der Ahl-Hulul, Glaube von Hululiyya, Al-Hululiyya. Sie sagen, wir sind mit Gott verbunden. Pierre Vogel sagt, unser Motto ist, sie 24 mal 7, 24 Stunden täglich, 7 mal der Woche, sind wir mit dem allmächtigen Gott verbunden. Einmal hat er gesagt, wir sind verbunden. Und ein zweites Mal hat er gesagt, ich bin mit dem allmächtigen Gott verbunden. Das ist ein ganz eindeutiger Hululismus. Ja, willst du jetzt hinterher oder willst du abspielen lassen? Abgelehnt. Und nicht gerast. Kann ja nicht normal sein, nicht? Der Dr. Sheikh Abu Amir. Da kommt er mit seiner ganzen Zeugs von 1999, ey. Unglaublich, ey. Mit Allah verbunden kann man nur sein, wenn man die SIM-Karte Aildis besitzt. Ja, genau, das ist ja Mond und Stern, Aildis, ne? Mond und Stern, da bist du direkt verbunden mit dem, ey. Oder auch mit dem. Hier, Allahs Hund ist hier bei mir. Ich küsse dein Herz, ja, ich küsse euer Herzen auch alle. Dankeschön. So, was ist hier los? Was ist passiert? Was ist hier los so in diese TikToki? Aufgeladen. Aufgeladen wird mit Hansi. Mit Hasanat, Entschuldigung, mit Hasanat. Okay, I love you too. Komm, wir hören ein wenig weiter. Guck mal, was der Dr. Scher alles hier. Und das ist das Problem. Ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich so, ey, wie kann das sein? Dieser Gott, der spricht nur Arabisch und ich kann ihn auch nur zu bestimmten Zeiten anrufen. Und die ganze Zeit ist das in meinen Kopf nicht reingegangen, warum das so ist. Ich muss, derjenige, der sich zum Islam bekennt oder bekehrt, der muss also die Suren auswendig lernen. Das ist auch bekloppt, und ne? Mit Gott in Verbindung. Wenn du also mit Allah in Verbindung treten willst, dann musst du als Afghane, Türke oder als Nicht-Araber erstmal Arabisch lernen, damit du diese Suren auswendig lernst, damit du Allah so gefällst und diese Verbindung mit ihm hast im Gebet. Du musst also diesen Gott besänftigen, indem du mit ihm Arabisch sprichst. Ist das krank? Betreten. Ja, der weiß ja doch gar nicht, was der da rezitiert. Das ist ja gar keine Beziehung, keine lebendige Beziehung zu Gott und dir. Genau. Im Christentum ist das ja was ganz anderes. Da hast du eine lebendige Beziehung zu Gott, weil du in persönlicher Beziehung. Im Gebet in persönlicher Beziehung mit ihm trittst. Genau. Das und das ja habe ich auch. Ich habe das sehr sehr gut erkannt. Im Islam ist das so ein Sklave-Meister-Verhältnis, das du mit Allah hast. Und im Christentum ist das so, dass du Gott deinen Vater nennen kannst und eine Liebesbeziehung mit ihm, in einer Liebesbeziehung mit ihm eintrittst. Das heißt, dass du dein Leben ihm übergibst, dem Herrn Jesus Christus, und dankeschön. Und dass du dann in Verbindung mit dem Herrn Jesus Christus Gott deinen Vater nennen kannst. Ne? Diese innige Liebesbeziehung innerhalb des Christentums. Eine Liebesbeziehung zwischen dir und Gott. Du rufst ihn an, wann immer du willst und redest mit ihm, wann immer du willst. Das ist nicht wie im Islam, dieses fünfmalige Gebet. Und nur zu bestimmten Zeiten kannst du Allah anrufen. Allah kann man nur zu bestimmten Zeiten anrufen. Das ist wie so eine Bushaltestelle. Ja, warte, jetzt ist gerade 8:30. Noch 15 Minuten, dann kommt der nächste Bus. Dann muss ich wieder 5 Minuten weiterfahren, dann steige ich wieder aus und warte wieder auf den nächsten Bus, der mich zu Allah führt. Ist das heftig? Anstatt du ins Gebet gehst, wann auch immer du möchtest, mit Gott redest, dass er dass du ihm dein Herz ausschütten kannst und dementsprechend du mit ihm wandelst, ne? Die anderen Muslime, die machen die Muslime so kaputt, indem die sogar noch sagen, wenn du deine Fußspitze nur falsch setzt, ist dein Gebet ungültig. Was ist das denn für ein Müll? Als ich damals im Unterricht saß, da saß der neben mir, so ein arabischer Kollege,
Und dann sagte er zu mir so, Amir, also dieser Maulana hat dann gerade so darüber geredet, was Gebet und sowas angeht, ne? Das Thema Gebet war dann angeschnitten. Und dann sagt er zu mir, Amir, weißt du, wenn du zum Beispiel deinen Fuß falsch setzt, deine Fußspitze, ist dein Gebet ungültig. Wisst ihr, was ich in dem Moment gedacht habe? Dachte ich mir so, Allah macht sich also Gedanken um meine Fußspitze, die, wie ich die setze. Sag mal, wer schaut sich denn an, mit was für einer Fußspitze er das denn macht? Wer will denn erkennen, ob das jetzt Allah gefallen hat oder nicht, wie ich jetzt gerade gebetet habe? Das ist doch völliger Blödsinn. Stell dir mal vor, der Muslim, der nimmt das total ernst und denkt sich so, ja, war jetzt mein Gebet gültig? War das nicht gültig? Habe ich meine Fußspitze richtig gesetzt? Habe ich die Hände richtig platziert und so? Völlig behämmert, Mann. Das ist Zwangsstörung, genau. Das ist völliger Unsinn, Mann. Das ist doch keine Beziehung zu Gott. Das ist doch keine Religion von der... Religion, richtig. Aber nicht der Glaube an Gott. Ich komme jetzt gleich wieder. Einen Moment. War, als ich die Tür aufgerissen habe, war die war diese Dose hier zwischen. Ich mach auf, auf einmal, bumm, alles gegen mein Gesicht. Egal, eine kleine Dusche für Dr. Scherabami. Ja genau, das ist so Zwangsstörung. Das ist mir damals dann aufgefallen. Hättet ihr meinen Gesichtsausdruck in dem Moment gesehen, ne, ihr Lieben? Ihr hättet gedacht, Amir, dass du hast genau richtig reagiert. Das ist keine normale Religion mehr. Das ist übertriebene Katastrophe, ist das, Mann. Einfach Fußspitze, Mann, Leute. Fußspitze. Stell dir mal vor, jemand kommt zum, sucht Gott mit aufrichtigem Herzen und du erklärst ihm, dass du die Gebete richtig machen sollst, sonst ist der Gott, den du da anbetest, nicht besänftigt worden, weil ihm das nicht gefallen hat, wie du deine Fußspitze setzt. Ist das krank? Wer würde sich doch freiwillig für sowas entscheiden? Die würden sagen, geh mal weg mit dieser Religion. Was ist das? Fußspitze? Daumen? Völliger Unsinn, Mann. Einfach nur Blödsinn. Einfach nur Blödsinn. Ich komme gleich wieder. Fußspitze. Abu Fußspitze. Das wird auch ein Account. Ich werde meinen Account machen mit Abu Fußspitze. Ja, so ist das. Ja, das ist heftig, ne, wenn man sich darüber Gedanken macht, ne, was ich euch hier so präsentiere, was mir so widerfahren ist. Man denkt sich so, das ist der Knall. Und die reden auch ganz ungeniert darüber, ne? Also das ist nicht so, als würde ich das erfinden. Nein, diese Muslime, die machen sogar richtige Tutorials, wie du da die Fußspitze richtig setzt. Habt ihr das schon mal gesehen? Das ist ein Wahnsinn, Mann. Wie du deine Hand zu halten hast, so unter der Brust, über der Brust, etwas unter dem Bauchnabel. Völlig verrückt, Mann, ehrlich. Was ist das für eine Religion? Das ist Zwangsneurose, Zwangsstörung, Mann. Was hat das noch zu tun mit Gott? Was hat das noch zu tun mit Gott? Müsst ihr euch mal vorstellen, die machen alles nach, was Mohammed ihnen mitgegeben hat. Stell dir mal vor, der Mohammed war ja und stand unter Illusion. Er ist also, alles, was Mohammed getan hat, machen sie ja auch. Er geht also mit linkem Fuß in Toilette, sagt einen Zauberspruch, damit die Satane ihn nicht sehen können. Und dann auf einmal kommt er mit rechtem Fuß wieder raus, damit er Hasanat sammelt. Das ist Wahnsinn, Mann. Das ist heftig, ey. Einfach die Zwangsstörung eines Menschen nachkopieren, ey. Das ist heftig, ey. Dieses Video ist unantastbar. Mohammed im Lichte der Medizin, ne? Das ist das unantastbare Video von allen. Mohammed im Lichte der Medizin. So genial das Video, ne? Keiner kommt daran. Er litt also an Schläfenlappensyndrom, irgendwie sowas war das, ne? Danke, King of Kings. King of Kings, bester Name, König der Könige. Und er trägt auf seinem Gewand ein Gürtel mit dem Namen König der Könige und Herr aller Herren, der Herr Jesus. In Offenbarung Kapitel 19, Vers 16, richtig? Und in Offenbarung Kapitel 19, Vers 13 heißt es, dass er das Wort Gottes ist. Das Wort Gottes.
Stellt euch mal vor, die Muslime sagen, ja, wo sagt Jesus Christus, er ist das Wort Gottes? Ja, er sagt das nicht direkt, aber wenn ich zum Beispiel ein T-Shirt trage und darauf steht, ich bin Iraner, würde jemand auf die Gedanken kommen zu sagen, ich glaube, der ist Türke? Wenn also Jesus Christus auf seinem Gewand das Wort Gottes trägt, ist er dann auf einmal die Spindel von Gott oder was? Nein, er ist das Wort Gottes. Wie bekloppt muss man nur noch sein? Wie? Er trägt doch auf seinem Gewand. Hier, guck mal, Offenbarung 19,16. Da steht... Schauen wir mal. Offenbarung 19,16, damit wir das durch haben. Stell dir mal vor, ein Albaner trägt ein T-Shirt mit Doppelkopf Albaner und da drauf steht Albania, Kosovo. Und dann sagt auf einmal, ey, Ami, ich glaube, der ist Afghan, ist der. Stellt euch das mal vor. Aber wenn Jesus Christus auf einmal auf seinem Gewand das Wort Gottes trägt, dann sagen die Muslime, nein, Jesus ist doch nicht das Wort Gottes. Habt ihr gesehen, wie verstörend? Deswegen lache ich diese ganzen Muslime hier aus. TikTok ist einfach nur ein Spielplatz, wo sich Wahnsinnige rumtollen und wo wir auf einmal merken, mit was für ein Quatsch wir es hier zu tun haben. Jeder kommt mit Kamelurin um die Ecke. Keiner denkt darüber nach, was die da sagen. Unfassbar. Hier, und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. So sieht's aus. Sein Name heißt das Wort Gottes. Halleluja. Jetzt stellt euch mal vor, ich habe so eine Aufschrift mit so einem Titel. Ich bin Iraner oder der Iraner. Dankeschön, danke vielmals. Wer würde auf die Idee kommen und zu sagen, ich glaube, der ist Türke oder ich glaube, der ist Afghane oder ich glaube, der ist Syrer? Natürlich würden die zu mir sagen, der ist Iraner. Der trägt hier, da steht da drauf, ich bin Iraner. Welcher Türke würde denn ein T-Shirt tragen und da würde drauf stehen, ich bin Iraner? Allein schon, dass der Herr Jesus Christus den Namen Allahs, also der Allah hat ja den Namen von Jesus Christus geklaut, in Offenbarung Kapitel 19, Vers 16, ne? König der Könige, Malik al-Muluk, ne? King of Kings, du kannst es bestätigen, ne? König der Könige auf Arabisch bedeutet Malik al-Amlak oder Malik al-Muluk, ne? König der Könige. Ja, Malik al-Muluk, siehst du? Hier, Malik al-Muluk. Der King of Kings ist ein arabischer Christ. Malik al-Muluk, das ist das. So heißt, das ist einer der Namen Allahs. König der Könige. Und dann siehst du auf einmal, dass Jesus Christus sich selber den Namen gibt. Ich bin der König der Könige und Herr aller Herren. Deswegen sagen wir immer, der Herr Jesus Christus ist der Herr von Allah und der Herr von Mohammed. Der Gott von Mohammed und Allah. Und am Ende werden sie in den Feuersee geworfen. Offenbarung Kapitel Offenbarung Kapitel 20 Vers 10. Und ich sah, wie der Drache und der falsche Prophet in den Feuersee geworfen wurden und gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit, bis ihr Rauch aufsteigt. Wie heftig sich das anhört, ne? Was der Herr Jesus Christus mit Allah und Mohammed macht. Rab al-Arbab, ja. Herr aller Herren. Rab al-Arbab, sehr gut. Ja, ist gut, auch arabische Christen hier drinnen zu haben, ne, die das direkt bestätigen können. Und falls ihr sagt, der Amir, der labert da irgendein Quatsch. Nein, hier sind Gänsehaut. Hallo? Hallo? Komm mal, Amir. Zum Thema, dass wir keine... Erstmal grüß dich. Grüß dich. Gott segne dich und deine Familie. Zum Thema jetzt, dass wir jede Finger bewegen und so weiter. Du hast dich ja vorhin darüber lustig gemacht. Das ist eine absolute Frechheit, weißt du das? Eine absolute Frechheit, Alter. Weißt du wieso? Soll ich dir sagen, wieso? Warum?
Guck mal, wir beten einen Gott an, der das gesamte Universum. Kannst du mal bitte zu Ende essen und dann reden? Was ist das denn rumgekaue, Mann? Ist das ein Typ, ey? Schmatzt der hier uns allen die Ohren voll? Jetzt hör mal zu, hör mal zu. Geh erstmal raus und dann kommst du rein. Er ist erstmal zu Ende. Ist das ein Typ, ey? Da schmatzt er uns die Ohren voll. Guck dir das mal an. Also, Arjan. Also, wir beten den Schöpfer des Universums an uns. Und natürlich zollen ihm wir ihm Respekt. Und wenn wir natürlich an unsere Fußspitze denken, dann ist das ja natürlich verständlich, dass wir uns da Mühe geben. Ja, was interessiert mich das, Mann? Meinst du, Gott macht sich Gedanken um deine Fußspitze, Mann, oder will er dein Herz haben? Ist das ein Kamelurin-Fetischist, ne? Da will er auf Weise machen. Kennt ihr solche Muslime, die da reinkommen? Was interessiert denn Gott deine Fußspitze, Mann? Gott interessiert dein Herz. Ob dein Herz bei ihm ist, nicht deine Fußspitze. Du Kamelurin, Mann. Ist das ein Typ, ey? Ich kann nicht mehr. Wo bin ich bloß gelandet hier, ey? Da kommen die und machen mir einen auf Weise. Der denkt so, ich weiß nicht, was er jetzt so damit sagen will, was der meint. Der denkt so, ich bin so behämmert, so auf den Kopf gefallen. Was für Typen, ey, was für Typen. Da schmatzt der uns eiskalt die Ohren voll. Habt ihr das gesehen, meine Hetzis? Sowas lassen wir uns nicht bieten hier. Oh, jetzt nennt er mich sogar noch Kefir. Kefir! 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 Bis gleich, ey. Genau, ich komme jetzt gleich wieder. Ich muss immer nur hin und her ein bisschen mal hier was gucken, ne? Keine Sorge, nicht. Dr. Sheikh Abu Amin hat ja den Löwen von Juda immer mit sich. Also beziehungsweise er ist immer bei mir. Mist doch, der Herr Jesus Christus, der Herr ist immer mit uns. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Der Herr sagt, du hast eine kleine Kraft bekommen, weil du meinen Namen nicht verleugnet hast. Offenbarung 3,8. Amen. Ich muss nur gucken, wo diese Sachen sind hier. Das regt mich auf, wenn ich was nicht finde. Mann, Mann, Mann. Ich hasse es. Lass mich ausrat. Lass mich ausrat. Ausrat. Jetzt können wir nochmal reden. Hast du jetzt zu Ende gegessen, Dian? Hallo? Ja, alles gut. Hast du jetzt zu Ende gegessen? Wo waren wir stehen geblieben? Also, das ist jetzt mit der Fingerspitze und so weiter. Ich war stehen geblieben, dass der Schöpfer alles in diesem ganzen Universum geschaffen hat, ne? Und wie kann man da nicht erwarten, dass man ein bisschen Ehrfurcht zeigt? Respekt und ein bisschen Ehrfurcht in den Tag, lässt, weißt du? Wie kann man das nicht erwarten? Und einfach nur erwarten mit zwei Händen hoch, Halligalli, ob wir das unter unserem Bauchnabel, über unserem Bauchnabel, unter unserer Brust, das ist ihm sehr wichtig, ne? Hast du hast du irgendwas geraucht, Diad? Das sind Fake-Sachen. Erstens das. Also man kann, das ist nicht, ist nicht sowas in der Akida festgelegt, dass man das machen, wie man das machen soll und so weiter. Erstens das. Und du siehst ja, dass andere Muslime, dass den anderen Muslimen so beibringen nach dem Motto, ja, du musst das so machen und das ist dann so und dann wirst du dann dementsprechend sogar noch drangsaliert, weil du das nicht richtig machst. Ja, super. Dein Gebet ist ungültig. Oh, ich hab dir gesagt, das ist Fick-Sache. Also das muss man nicht... Ja, Fick-Sache, du siehst ja, dass wenn Fick-Sache ist, dann ist das eine Riesenangelegenheit. Das ist keine kleine Angelegenheit. Wie, Alter, du verstehst es anscheinend nicht. Aber ich will eigentlich auch was anderes jetzt hinaus. Genau. Jetzt mit dem Thema Drache und so weiter, ne? Ja. Es ist schon krass, dass in der Bibel stehen doch mehrmals Sachen, also Drache, Riesen und so weiter, oder? Ja, im Koran nicht. Mit Drache?
Ja, auf was ist denn Mohammed geflogen? Ich glaube, nicht mit einem Drachen, Bruder. Bro. Ja, noch schlimmer. Drachen sehen ja wenigstens noch edel aus. Der Mohammed ist einfach auf einem Esel, auf einem fliegenden Esel rumgeflogen. Wo steht das? Sure 17, Vers 1. Ich bin jetzt gespannt. Warte mal einen Moment. Ja, sei mal gespannt. Ich hab's nämlich anders in Erinnerung. Ja, anders in Erinnerung. Guck mal, da sieht man wieder, dass du ein Jeffer bist, Alter. Also nur am Jeff, nur am Rumlügen. Steht nirgendwo in Vers 1. Bist du dir sicher? Preis sei dem, der seinen Diener bei Nacht von der... Du meinst Sure 17, Vers 1, oder? Ja, richtig, genau. Ja, Preis sei dem, der seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebetsstätte zu Fenstern, Gebetsstätte, deren Umgebung wie gesegnet haben, reisen ließ. Damit wir ihm etwas von unseren Zeichen zeigen. Er ist ja der Allhörende, der Allsehende. Sach. Und da gibt es keine Widerworte von diesem Vers. Und ich will jetzt auch keine Erklärung zu diesem Vers auch jetzt von dir hören. Ja? Ja, ich weiß, du bist nämlich ein Euro-Kriegermoslem, der keine Erklärung hat. Siehst du? Dir ist das nämlich scheißegal, ob Allah den Mohammed auf einem Esel rumfliegen lässt oder nicht. Das sieht nicht, was du für ein Mensch bist. Du hast gerade gemeint, dass es im Koran draufsteht. Im Koran al-Karim, Bruder. Bro. Ja, genau. Aber das steht nicht drauf. Steht, ganz einfach. Im Koran steht, dass Allah. Du verdrehst die ganz deutlich die Wörter, Alter. Okay, wenn ich das falsch interpretiere, wo was steht, dann. Dass Mohammed sallallahu alaihi wasallam auf einem Esel reitet. Bei euch stehen Dinge zu, von einem Drachen und von Riesen, Alter. Ja, was in einer Welt leben wir, Alter? Möchtest du das wissen oder willst du Kamelurin? Es ist Fakt, dass bei euch was. Du hast doch gerade selber von deiner Bibel rezitiert. Ja, willst du das wissen von oder. Drachen. In was für eine Märchenwelt leben wir? Beantworten mir das. Ja, letzte Mal frage ich dich. Willst du wissen, ob das wahr ist, was ich sage, oder willst du Kamelurin machen? Hallo? Ja, ja. Ja, sag, ob es wahr ist oder nicht. Ja, lies mal bitte den Tafsir von Ibn Kathir sag dazu. Doch. Ich hab doch gerade gesagt, sag es. Ja, lies mal bitte den Tafsir von Ibn Kathir, dann guckst du mal, ob ich... Eigentlich wollte ich auch keine Tafsir hören, aber okay. Ja, dann lies bitte für uns vor. Du weißt doch, Siraj Mir... wie heißt das? Die nächtliche Reise, was der Mohammed unternommen hat. Siraj Miraj, oder wie heißt das, ne? Siraj al-Miraj. Ja, kenn ich. Ja, also, auf was ist denn durch zu Allah geflogen? Mit Al-Burak, wer ist Al-Burak? Bro, das ist riesen Text. Ja, in den ersten paar Sätzen. Ich will mir jetzt das ehrlich gesagt alles nicht durchlesen. In den ersten paar Sätzen wird das schon klar. Ne? Du weißt doch, dass der Mohammed mit Al-Burak rumgeflogen ist. Hallo Alim, ich muss das komplett durchlesen. Aber auf jeden Fall. Ja, gib doch mal ein bei Google. Du hast mir jetzt nicht gesagt, warum so viel mit Drachen. Gib doch mal bitte. Okay, kein Problem. Gib mal einfach. Warum wird so viel mit Drachen in der Bibel handelt? Ja. Gib mal bitte bei Google ein Al-Burak. Okay, und jetzt? Ja, was steht denn da? Das ist ein Tier. Okay, was ist das denn für ein Tier? Hallo? Was ist das denn für ein Tier? Das ist ein pferdeähnliches Reittier mit Flügeln und Menschenantlitz. Und wer ist darauf geflogen? Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und Jibril. So, das war's, siehst du? Du beschwerst dich also über sowas in der Bibel und dann siehst du, dass Mohammed auf einem Esel fliegt. Ja, dann verlass dein Islam. Aber es steht nicht in dem Koran. Junge, es steht nicht in dem Koran. Wie oft noch? Das ist das, was die Ausleger für dich auslegen, Ibn Kathir. Bist du höher als Ibn Kathir, oder was?
Nein, bin ich nicht. Eben Kassir, seine Schuhe auf meinen Kopf. Aber das ist, hat ja nichts also, damit zu tun, dass in der Bibel ganz offensichtlich ja, die Fabelwesen hantiert wird. Allah hat Al-Burak erschaffen, damit der Mohammed auf seinen Rücken zu ihm fliegt. Okay. In Offenbarung 5, Vers 6 steht, und ich sah zwischen dem Thron und den vier Lebewesen und... Guck mal, lass mich doch ausreden. Warum lässt du mich nicht ausreden? Johannes sieht Jesus im Thron. Was er da redet, ey. Alter, Bro, bei euch ist Gott ein Lamm, das okay, geschlachtet ist und sieben. Komm, raus mit dir. Bei euch ist Gott ein Lamm, das geschlachtet ist. Ja, der Herr Jesus Christus repräsentiert das Lamm, das für unsere Sünden geschlachtet wurde, genau. Das sündlose Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Was ist denn los mit dir, Mann? Da sagt er, guck mal, Herr Gott, das ist genau wie Hansi. Genau wie Hansi und diese ganze Bande. Unfassbar. Unglaublich. Ich finde dieses Scheißding nicht hier. Unfassbar. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ich bin gleich wieder da, ihr Lieben. Gott segne euch und eure Familie. Einen Moment, bitte. Tippen, 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 nicht vergessen. Gänsehaut. So. 320, bis er kommt. Hammer. Sehr schön. Ja, ich habe sowieso eine Einschränkung bekommen, ihr Lieben. Soll ich den Stream nochmal neu starten, oder was? Mein Dings wird nicht genehmigt. Widerspruch nicht genehmigt. Live-Sichtbarkeit eingeschränkt. Und live ist altersbeschränkt. Also, ja. Okay, ich gehe raus und komme nochmal rein. Bis gleich. Schon wieder eine Einschränkung? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich habe nichts gemacht und krieg eine Einschränkung. Sogar Shaitan ist er. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Live-Sichtbarkeit für 10 Minuten eingeschränkt. Na super. Was ist das für eine Bio? Allah ist Satan. Ja, Allah ist Satan. Er sagt es selber. Ihr Muslime, ihr betet mich an, den größten Shaitan aller Zeiten. Wo steht das? Sure 5, Vers 14. Wo? Sure 5, Vers 14. Steht da nicht. Ja, wenn ich dich frage, wer möchte Hass und Zwietracht zwischen den Menschen stiften, was sagst du dann? Wie? Wer möchte denn Hass und Zwietracht zwischen den Menschen sehen, was meinst du? Niemand. Also, nicht der Teufel möchte sowas haben, ne? Niemand. Doch, der Teufel, aber nicht Allah. Ja, perfekt. Dann hast du gerade Allah zum Teufel erklärt, weil er sagt, ich möchte die Hass und Zwietracht zwischen den Menschen stiften. Nein, hat er nicht. Möchtest du das lesen für uns? Komm, hol jetzt eine Seite. Ja, ich möchte, dass du jetzt deinen Koran aufschlägst. Der war kein bei mir. Ja, ist nicht schlimm, du hast Internet. Internet? Dein Ernst? Ja, mein Ernst. Man guckt doch nicht vom Internet. Ja, du hast doch da die ganzen Übersetzungen. Du musst schon von einem Buch lesen. Du hast doch da die... Was ist das? Das kann doch nicht wahr sein. Ey. Schämst du dich nicht, so zu sagen? Du verdammter Hurensohn, du. Ah, siehst du, so ist... So, da weht der Wind. Kleiner Bastard. Ja, du zitierst den Koran ganz schön gut. Kleiner Hurensohn, du. So, immer viel Funk. Ja, und du repräsentierst dich so wundervoll. Ihr kleinen Lümmel, ey. Ihr Burschis, ich werde euch noch erziehen, ihr Burschis. Wie sagt der Stürzberger? Burschi, nicht mit mir hier, Burschi. Da gibt direkt einen auf den Kopf. Ja, Live-Einschränkung bekommen. Sehr schön. Noch 6 Minuten und 46 Sekunden. Er hat so doll gezogen. Kamelurin. Ja, kann auch sein. Ne? Das ist durchaus möglich, dass dieses Kamelurin den überhaupt nicht mehr gut tut. Damals war es noch eine gute Sache, aber jetzt mittlerweile ist das Kamelurin auch nicht mehr das, was es mal war. Mittlerweile sind die alle süchtig und nehmen zu viel. So wie dieser Hafti 50 Ballons nimmt, nehmen die 50 Kamelurin. Der nimmt Lachgas, um zu lachen. Das ist unglaublich. Soll er ein bisschen jetzt zu Dr. Sheikh Abu Amir kommen, dann lacht er auch viel. Braucht er nicht Lachgas.
Qualitätskontrolle läuft nicht mehr, ja genau. Sich mal vorstellen, wenn dieser Typ Lachgas nimmt, wie viele Jugendliche ihm nachmachen. Ne? Unglaublich. Unvorstellbar. Stimmt es, dass Aisha 20 war, als sie Mohammed geheiratet hat? Nein. Wir haben eine Fatwa, sie war 14, als sie ihre Menstruation erreicht hat. Das ist wahr, aber er hat sie mit 9 Jahren, ja. Genau, er hat sie mit 9 Jahren dann dementsprechend schön auseinandergenommen. Einfach nur grauenhaft. Einfach sofort Live-Sichtbarkeit eingeschränkt, ne? Ist Tesla immer so drauf, Leute? Verbrennt Koran eben live. Ehrlich, hat der Koran verbrannt? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der ist nochmal 10 Stufen härter als ich, ne? Ja, ich weiß nicht, warum macht man denn sowas? Er hat doch sowieso nichts davon. Verstehe ich. Abia. Hallo? Warum hast du mich gekickt, Abia? Ja, ich wollte mir nicht zu sehr deine Rezitation anhören. Das hat mir nicht mehr gut gefallen. Wir reden jetzt weiter normal, ohne Schnick und Schnack. Genau, wir reden jetzt weiter normal, wie Schnick und Schnack bei Tick und Tack. Kommt und beleidigt meine Mutter und alles Mögliche. Und dann sagt er, komm, wir reden normal. Aber das gehört erstmal zum guten Ton. Erstmal Mütter beleidigen und dann, ach komm, Bruder, wir reden. Bruder, ich meinte das nicht so, Bruder. Hey. Muslim. Was machst du? Was machst du? Ich bin am Predigen. Möchtest du ein wenig das Wort Gottes hören? Gut, was du machst. Jesus Christus liebt dich, mein Lieber. Der Herr Jesus Christus hat sein Leben für dich gegeben, dass du leben kannst. Ja, siehst du? Das ist kein Zufall, dass du hier drinnen bist. Du bist so sehr geliebt vom Herrn Jesus Christus, das glaubst du gar nicht. Er will, dass du von Neuem geboren wirst und deine Schuld vor ihm bereut. Ja, zu machen. Ich rede hier gerade über den Herrn Jesus Christus. Hör auf, das ins Lächerliche zu ziehen. Sonst zieh ich dir die Ohren lang, Burschi! Abi! Was für ein Typ, ey. Möge der Jesus dir vergeben, Mann. Was für ein Typ, ey. Traurig. Sende mir keine Anfrage. Hör auf damit. Ich dachte, er meint es ernst. Ach nein, diese Leute sind verloren. Das sind diese Leute, die breite Masse ausmachen, ne? Der hatte Prozente, ja, kann sein. Der hatte Prozente vielleicht bei H&M und in seinem Gehirn auch noch mal ein paar Prozente, aber mehr hatte der auch nicht. So, was ist denn hier los in dieser Bude hier? Du sollst mir eigentlich mit dir. Hab ich dir nicht gesagt. Fickst du mich, Alter. Hör auf damit, Mann. Guck mal. Sonst sage ich dir, wie du ein Buch wirken soll. Zeig mir einen Fehler im Koran im Buch und ich kommentiere zum Christentum. Ein Fehler reicht aus? Ja, aber im Buch. Keine Fake-Internetseite. Ja, der Allah sagt das in Sure 86, Vers 6. Du kannst jetzt einfach so reden, aber zeig mir jetzt im Buch einen Fehler. Ja, schlag doch auf, du hast doch ein Buch zu Hause, oder nicht? Ich habe keine Wudu, ich kann gerade kein Buch öffnen. Bitte? Ich darf es nicht einfach so anfassen, wenn man keine Wudu hat. Ihr habt doch Internetseiten, islam.de. Ich hab doch gesagt, vom Buch. Warte, ich zeig dir, welches Buch war gut ist. Das Buch, danke, dass du dann hier warst, ne? Danke. Du kleiner Hurensohn, schick deinen. Dreckiger, ekelhafter Typ. Warte. Zeig ich dir jetzt mal, guck mal. Du Elender. Ist schön auf Blockliste. So, ich komme jetzt wieder.
Warum nichts kommt hier? Warum nichts diese? Warum kommt da nichts? So, ist meine Leibsichtbarkeit Widerspruch heutzutage. Der gibst du nicht. Die kann doch nicht mal etwas kochen. Das ist unglaublich. So wie der Abdel, als ich mit dem geredet habe, meinte, bei uns, die spielen nicht mit Puppenarm hier. Wenn der Vater sie versprochen hat, dann muss sie auch dann mit 8 Jahren dann mit ihm schlafen. Heftig, ne? Was für ein Dreckhaufen, der davon sich gibt, der Abdel. Die sind schon reifer mit 8 Jahren. Die kochen dir ein 4-Sterne-Menü. Und dann müssen die noch mit dem Ehemann dann auch Verkehr haben. Mit 8 Jahren. Und dann sagt er, wenn der Vater sie versprochen hat, das schämt sich kein bisschen, der Abdel. LG war emotional, nein, Mann. Er hat einfach so die Wahrheit gesagt, ne, was der Islam für ihn ist. Die fahren auch alle wie Wahnsinnige. Hab mich verliebt, Abi. Ja, ich hoffe, dass diese Frau nicht dein Herz bricht. Abi! Oh, hallo! Was ist das denn, ey? Hallo, wo war der? Warum habt ihr denn so komische Gesichter, Mann? Ich biete ganz normale Gesichter. Oh mein Gott, ihr seid so fix und fertig, ey. Na, fix und fertig, wir sind gar nicht. Wir sind alle ganz wach und wir wollen hier Spaß haben auf TikTok. Und du machst von die Nacktliste? Muss er erstmal was trinken. Trinken ist immer wichtig, ja. Der denkt bestimmt, Gott weiß was. Nein, ich denke nur Gutes. Ich muss einfach nur kurz was trinken und dann komme ich gleich wieder. Ja. Der gibt es. Oh, guck mal, Sama, dein neues Bild. Wow. Er trinkt sich erstmal ein Bierchen. Na, darf man nicht hier sagen, muss man immer aufpassen hier bei TikTok. Leute, wo seid ihr? Seid ihr beide was zu trinken holen gegangen? Boah, sind das Schweine, ey. Boah, sind das Schweine. Sind das Schweine. Die machen das extra. Boah, endlich weg. Boah, schicken die mir 80 Mal eine Anfrage. Matchen, matchen, matchen. Jedes Mal, ich drück das weg, kommt auf einmal wieder neu. Ich drück das weg, kommt das auf einmal wieder neu. Ich drück das weg, kommt das auf einmal wieder neu. Ihr elenden Satanisten hier. Ihr Miesen hier. Ja, wenn kein Ton ist, musst du oben links gucken. Dann siehst du doch, das Mikrofon ist ausgeschaltet, weil ich gerade etwas am Erledigen bin. Weil ich ein paar Leute am Erledigen bin. Der Transporter, Dr. Shera Abouami aka Transporter 007 in geheimer Mission. Damit du Bescheid weißt. Hallo? Hallo? Hallo Ex-Muster, wie geht's? Ganz gut. Und dir, Gott segne dich und deine Familie, mein Bester. Auch gut. Ich habe mal eine Frage, wenn es kein Problem ist. Eine oder zwei? Eine erstmal. Okay, eine erstmal. Ich sehe immer, du bist voll oft unterwegs mit dem Auto. Ja. Bist du auch immer zu Hause? Ja, natürlich. Aber ich bin ein richtiger Arbeitstier, weil ich bin einer der heftigsten Mossad-Agenten, die ein Auto zur Verfügung bekommen haben. Das kriegt nicht jeder. Ich habe auch ein Auto. Ja, aber ich bin Herzologe, du bist kein Herzologe, verstehst du? Es ist ein weiter Unterschied zwischen dir und mir. Achso, schade. Ja, ja, ich habe nämlich studiert, ich habe Herzologie studiert und als Herzologe habe ich dann dementsprechend meinen Master abgeschlossen und dann von den Mossad-Agenten habe ich dann
ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt bekommen, damit ich jeden Tag Äthiologie betreiben kann. Ist das nicht wundervoll? Das klingt cool, aber was ist ein Mossad-Agent genau? Was macht er? Ja, ein Mossad-Agent ist derjenige, der dann zum Beispiel so einen iranischen Präsidenten beiseite schafft oder aber auch... diese Geschichten. Bitte? Ach so, das? Okay, jetzt check ich. Ja, genau. Ich muss dann gucken, wie ich dann die anderen Leute dann so ranbekomme an den Mann hier, ne? Weißt du doch. Jetzt das gehst du doch, du. Ja, okay, ich merke. Das Ganze kostet dich jetzt 4 Euro. Du hast eine Frage gestellt. 4 Euro schon mal. Ich gebe sogar 5, wenn du willst. Ja, genau. Also 4 Euro, so wie Anas. Ich mache heute Sonderangebot 3 Euro. 1 Euro geschenkt. Ist das nicht korrekt? Stell dir mal vor, ich sag zu dir, ich nehme 4 Euro pro Frage. Würdest du nicht sagen, du ekelhafter Gauner? Nein, ich würde verhandeln erstmal. Als wären wir auf dem Bazar. Ey, Dr. Schell, komm. Heute war für mich mal, mach mal 2 Euro, nicht 4 Euro. Mal Hälfte des Preises. Ach du Schell. Bazar Dr. Schell, Abu Amir. Was kannst du keinem erzählen, ne? Hallo, man hört dich nicht mehr. Hallo, hallo. Hallo, 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 du hörst mir? Hallo, bitte melden bei mir. Hallo, hallo. Hallo, warum du sagst nichts, du bist rausgegangen, ja, ja. Hallo, it's me you looking for, I can see it in your eyes, Gänsefort. Was? Widerspruch nicht genehmigt? Das kann doch nicht wahr sein. Ey, die wollen Dr. Scherer, aber mir nicht aufhalten. Das kann doch nicht wahr sein. Was soll das? Hallo? Hörst du mich? Hör ich dich? Hört jemand irgendwen? Hallo? Kann mich jemand... hört ihr mich? Sagt der Typ was oder höre ich ihn nicht oder sagt er überhaupt nichts? Na, super. Dann runter. Langsam kriegt der Dr. Scherer aber mit Hunger. Langsam aber sicher kommt der Hunger hoch. Jeder hat heute irgendwie eine Kamelurinleitung. Was ist denn los mit den Leuten hier? Mann, Mann, Mann. Kann doch wohl nicht wahr sein. Einfach Kamelurinleitungs. Leitung. Guten Hunger haben, ey. Was soll ich denn essen? Ich esse gar nichts hier. Noch habe ich ja noch gar nichts hier, was ich essen könnte. Ich habe nur gesagt, ich habe Hunger. Ich bin so hungrig. Und ihr habt mir zu essen gegeben, ne? Wie sagt der Herr? Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Das, was ihr einem meiner Kleinen tut, das habt ihr mir getan. Woher wollt ihr denn wissen, ob ihr nicht eventuell einen Engel beherbergt habt? Wahnsinn, ne? Wie der Herr uns testet, ne? Wenn wir Menschen aufnehmen oder gar auch zum Beispiel etwas geben von uns selbst. Ne? Ja. Woher willst du wissen, oh Mensch, dass du nicht einen Engel gerade beherbergst hast? Oh. Guten Morgen.
Was ist das? Das ist der liebe Erdogan. Warum stellst du ihn so da? Das ist eine Karikatur. Ich spreche heute darüber. Ja, warum zeigst du nicht dein Gesicht und machst so eine Karikatur? Du Ex-Muslim, du. Das ist natürlich heftig. Jetzt gesagt, oh, alle Achtung, mein Bester. Aber so hinter so ein Bild verstecken und dann so Erdogan so. Ja, dann ist er heftig. Jetzt gesagt, ja. Wenn der Typ da ein richtiger Cojón Melón ist. Feierst du den, oder? Nein, überhaupt nicht, aber ja, ich auch nicht. Wenn du schon einen auf hart machst, dann mach richtig einen auf hart und zeig dein Gesicht. Was willst du für ein Lachen? Du willst ja hinter deiner Meinung stehen und nicht so einfach. Ja, um Gottes Willen, ich habe eh schon ein Reiseverbot. Aus dem Grund. Du bist Türke? Ich bin Kurde. Ach, Kurde bist du? Richtig. Ach so, du hast natürlich extrem Wut auf Erdogans Politik bestimmt, ne? Ja, allgemein aufs Türkei-Regime, würde ich sagen. Und du, was bist du für ein Landsmann? Ich bin Iraner, bin ich. Iraner. Ja, hast du den Helikoptertag gefeiert? Tag des Helikopters? Nee, ich feiere so überhaupt nicht den Tod von Menschen. Mich macht das traurig, egal was für ein Okay. Typ. Weil jetzt ist es vorbei mit ihm. Der wird für alle Ewigkeiten verloren gehen, weil er alle, die du begangen hast in deinem Leben, alle sie vor dem, in einem Gebet vor Jesus Christus bringst, deine Schuld von ihm bereust und glaubst, was er für dich persönlich am Kreuz getan hat, dass er sein heiliges Blut für dich vergossen hat, so wirst du dich retten, dich und deine Seele. Okay. Und wann bist du konvertiert? Bitte? Wie lange ist das her, dass du konvertiert bist? Ich bin nicht konvertiert. Ich habe vor einigen Zeiten Gott gesucht und habe Jesus Christus gefunden. Ah, okay. Weil du nennst dich Ex-Muslim, deshalb. Ja, genau. Ich habe den Islam verlassen. Richtig, meine ich ja. Bist konvertiert. Ich habe zum ewigen Leben Jesus Christus gefunden. Okay. Ja. Hier schreibt einer in den Kommentaren, der ist crazy. Was? Ihr schreibt einer in den Kommentaren, der ist crazy. Ja, lass sie einfach sagen, was sie wollen. Mach's gut. Gott segne deine Familie. Ich kenne dich nur von ABK tatsächlich. Ja. Das ist schon lang. Rau. So hört sich das alles an. Wer seid ihr? Maris Mabuki. Hallo, was ist das? Hallo. Hallo, was du machen hier? Hallo. Was du machen und was du lacken? Das ist nichts gut, diese Lacken und Macken. Hallo! Das ist ein Haufen von Wahnsinnigen hier drin, ey. Ich geh kaputt, ey, das kannst du. Diese Uhrzeit, je später der Abend, desto besser geht. So. Servus, mein Bester, na, wie sind dich? Ja, gut, dann stell mal deine Frage, mein Bester, ne? Ja, absolut, weil es könnte sein, dass die Schaltkreise in deine Synapsen eindringen und dann Allahs Bein dir vorstellen. Nein, du darfst das nicht, du Ekelhafter, du musst eine Buße tun dafür. Nein, was willst du denn da machen mit so einem kleinen Lümmel? Raus, du Dreck! Gott segne dich und deine Familie. Ja, besser, dass ihr nicht gehört habt. Servus Amir, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Gott segne dich und deine Familie. Super, alles klar. Ich hätte eine Frage an dich. Und zwar, war Isaak der erste Sohn Abrahams? Ist das korrekt so? Der erste Sohn Abrahams, genau. Der erste, Isaak? Ja. Vor ihm hat Abraham keinen Sohn gehabt? Laut meines Wissens nach nicht, nein. Okay, gut, dann wäre das schon meine Frage gewesen. Dann würde ich einfach mal sagen, sollst du ein bisschen recherchieren. Dann kannst du mir nächstes Mal nämlich die richtige Antwort geben.
Ja, natürlich können wir alle dazu lernen, aber ich weiß nur, dass Abraham zwei Söhne hat, und zwar Isaac und Ismail. Ach so, und du weißt nicht, in welcher Reihenfolge die kamen? Das ist doch völlig egal, er hat zwei Söhne und die Verheißung geht über Isaac, nicht über Ismail. Okay. Na gut, alles klar, dann ja. Ne? Also ja, von daher ein bisschen Kamelurin, ne? Ja, ein bisschen Kamelurin in dein Gesicht. Ja, ein bisschen Kamelurin auf Aisha und dein Gesicht, genau. Dankeschön, dass du dabei warst. Mach's gut, du kleiner Lümmel, du. Ciao. Nee, kleiner Lümmel. Wir ist das ein... Das ist so schlimm hier drinnen, ne? Boah, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht die ganze Zeit versündige an diesen Leuten, ne? Servus, Ex-Moslem. Jetzt du schon wieder? Nein, es tut mir leid, Amir. Ich hab gesagt, du schon wieder? Nein. Raus! Raus mit dir! Was soll denn die Tür? Kannst ja keinem erzählen, da geht doch da keine Kuh aus hier, du. Meine Güte, das ist unglaublich. Einer verrückter wie der andere. Amir, konzentrier dich, ja genau, konzentrier dich mal. Wie soll ich mich da konzentrieren bei so viel Kamelurin, die dir da aus ihrem Mund raushauen? Aus uns werden Ströme lebendigen Wassers fließen, aus denen werden Ströme lebendigen Kamelurin fließen. Kennt ihr das? Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, ne? Da sagt der Herr Jesus und dann sagt Allah im Umkehrschluss, wer an Allah glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Kamelurin fließen. Und das sehen wir zu Genüge hier. Herrlich, herrlich. Hör auf, mir eine Anfrage zu schicken, Mann. Nein. Das kannst du keinem erzählen. Lass uns ein bisschen beten, ihr Lieben, komm. Dieser ganze Wahnsinn macht dir einen verrückt. Hey, Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich komme zu dir, Herr, und danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass ich diese Zeit jetzt nutzen darf, um dir auch mein Herz auszuschütten, um unsere Sorgen, Ängste und Nöte einmal kundzutun, Herr. In dieser Welt haben wir Bedrängnis, Nöte und Ängste, Herr, aber du hast alles überwunden, Herr Jesus Christus, und hast uns einen Glauben verliehen, der furchtlos ist, Herr Jesus Christus. Danke, Herr, dass du uns den Geist der Verheißung geschickt hast, Herr, der deinen Namen verherrlicht, Herr Jesus Christus, und dich groß macht, Herr. Denn du bist der Größte von allen, Herr Jesus Christus, und deine Tat, die du getan hast, ist in Worte gar nicht zu beschreiben, dieser Liebesakt, Herr Jesus Christus. Du hast uns mehr geliebt als alle anderen hier auf dieser Welt, mehr als unsere Eltern, mehr als wir uns vorstellen können, und die Haare auf unserem Haupt hast du gezählt, Herr. Selbst in unserem Mutterleib hast du uns gebildet. Und du hast uns wunderschön gemacht, jeden einzelnen von uns auf der Welt. Egal, was für hässliche Worte wir benutzen, Herr. Aber du hast uns wunderschön gemacht, denn das, was du machst, ist perfekt, Herr Jesus Christus. Und deine Schöpfung ist perfekt, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir tagtäglich zu dir beten dürfen, Herr, dass wir mit reinem Gewissen vor deinem Thron stehen können, Herr, und unsere Schuld bekennen, Herr, dass wir unsere Sünden und Missetaten vor dich bringen, Herr, und es uns leid tut, Herr Jesus Christus, was wir in unserem sündigen Leib alles von uns geben und machen und tun, Herr. Daher bitten wir dich, Herr, dass du stellvertretend für uns einstehst und uns mit deinem heiligen Blut bedeckst und uns weiterhin reinwäschst, Herr Jesus Christus, und unsere Missetaten zudeckst, Herr Jesus Christus. Und in jedem Gebet möchten wir auch für unsere Geschwister mitbeten, Herr, die gerade in den islamischen Ländern wieder den Wahnsinn durchmachen müssen, Herr. Und tagtäglich verfolgt werden aufgrund deines Namens, Herr Jesus Christus. Aber wir überwinden weit durch dich, Herr, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du selbst dein Leben für uns gegeben hast, und wir sind auch bereit, für dich alles zu geben, Herr. Und daher bitten wir dich auch für die Geschwister, die auch hier drinnen sind und überall auf der Welt sind, dass du ihnen Trost, Kraft und Stärke gibst, Herr, in verschiedenen traurigen Momenten und verschiedenen Situationen in ihrem Leben, Herr. Dass du alles mit ihnen meisterst und ihnen die Möglichkeit gibst, weiterhin deinen Namen zu verherrlichen, egal wie schwer es manchmal erscheint, aber niemals aufzugehen, sondern bis zum Ende auszuharren, Herr.
Und dies alles erbitte ich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Gottes Segen, ihr Wundervollen. Möge der Herr sein Angesicht über euch leuchten lassen, ihr Lieben. Mit was wir so zu tun haben hier auf TikTok, ne? Das kannst du keinem erzählen. Einer wahnsinniger wie der andere. Das ist so traurig, ne? So traurig. Einfach traurig. Ne? Ich komme sofort wieder, ihr Wundervollen. Möge der Herr die Liebe in eurem Herzen weiterhin ausgießen, auf dass eure Herzen wahrhaftig bewahrt bleiben, ne? Vor diesen Angriffen des Teufels. Das ist so unglaublich. Ne? Das betrübt einen auch übelst. Diese Beleidigungen und dieses Ganze drumherum, ne? Das ist echt heftig. Ne? Du brauchst echt ein dickes Fell für dieses Ganze. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Ich sag's euch. Das ist wirklich heftig. Ey, komisch. Jedes Mal, ich versuche, sag mal schnell, hier so einen Widerspruch einzuleiten, nie wird der akzeptiert. Das ist krank. Widerspruch nicht genehmigt. Ach, das ist heftig. Ich gehe noch mal raus und rein, ne? Wie dieses System mich aufhalten, das ist so krank, ey. Wie, Gott sei Dank. Wer ist das? Israfil. Israfil. Wie, Gott sei Dank. Ach so, Gott sei Dank bin ich wieder da. Ich wollte schon sagen. Obwohl du so sympathisch bist. Genau, wer kann den Dr. Scherer bei mir widerstehen? Das kann doch nicht wahr sein. Suche Satelliten. Soll ich nochmal raus und rein, oder was? Danke, Armin, dass ich dank dir zu Jesus gefunden habe. Wundervoll. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Hammer. Wundervoll. Boah, immer noch 237 Leute, das ist ja Wahnsinn. Gott segne euch alle, ihr Wundervollen. Dass ihr immer noch eisern dabei seid. Das ist heftig. Richtige letzte Mohikani, ja? Heftig. Ich würde mir so gerne alle eure Zeugnisse anhören. Das wäre heftig. Alle, wie ihr zum Glauben gefunden habt oder überhaupt, was ihr so in eurem Leben durchgemacht habt und so, ne, Wahnsinn. So viele Geschichten hier drinnen, ne? Vom Leben gezeichnet, ne? Position ungenau. Suche Satelliten. Genau, meine Position ist sehr ungenau. Ihr sucht den ganzen Tag Satellit. Wir halten die Stellung, ja, heftig, ich merke das schon, ne? Pandemie, oder? Amen, nur du kannst Allah kontrollieren. Ich habe schon Allahs Religion hier in Deutschland richtig zu schaffen gemacht, ne? Und Österreich und Schweiz, ne? Dankeschön. Love you. Das ist aber wundervoll. Ihr seid sehr, sehr stark, ihr Lieben. Richtig stark. Dr. John hat es bestätigt, ja, siehst du. Allah würde gerne Christ werden, aber er hat die Dreieinigkeit nicht verstanden. In Sure 5, Vers 116 glaubt er, dass Allah, Jesus und Maria die Dreieinigkeit wären. Oh Jesus, Isa, Sohn der Maria, hast du gesagt, dass man neben dich noch deine Mutter und mich zu Göttern nehmen soll? Von wem hat Mohammed das überhaupt übernommen, ey? Von so christlichen Sektierern, die damals in der arabischen Halbinsel ihre, ja, ihr Unwesen getrieben haben, ey. Müsst ihr euch mal vorstellen, ey, der Allah weiß noch nicht mal, an was die Christen glauben. Allah, der Allmächtige, der Allweise, der alles weiß, alles erschaffen hat, weiß nicht, was die Christen glauben. Das kannst du keinem erzählen. Allah ist allwissend. Ja, wenn er so allwissend ist, warum weiß er nicht, an was die Christen glauben, was die Trinität ist? Ja, genau, hat aber die Evangelien herabgesandt, ja.
Das ist so traurig, ey. Gehirn gleich null. Ich würde gerne mal so eine KI fragen und dass sie mal so ehrlich antworten würden, was sie von Mohammed und Allah denken würden. Also so eine richtige so künstliche Intelligenz. Einfach so, dass sie die Wahrheit sagen. Amir, warst du bei McDonald's? Nein, du hast mich nicht eingeladen. Expose 77. Die KI ist vielleicht Muslim. Ja, kann auch sein. Jedes Mal, ich habe einmal eingegeben, habe ich geschrieben, sag mir bitte, was hältst du von der Religion Islam? Da kam irgendein Zeugs daraus. Es ist ja. McDonald's. Frag ChatGPT, ja. Kennst du so, schreib mir eine Widerlegung des Islams. Das schreibt ja auf einmal Bänder voll. Angefangen von Mohammeds Leben, aufgehört mit der letzten Sure des Korans. Sogar von KI kommt Camilo, ja genau. Ein Big Mac jetzt, Gänsevorhaut. Boah, jetzt hätte ich voll Bock auf so ein Big Mac, ja stimmt. Diese Kombination, zwei Big Macs oder zwei McChicken oder was auch immer, ne? Ja, um diese Uhrzeit, wo willst du denn jetzt noch was zu essen holen, außer diese McDoof? Ja, das ist das. Big Tasty, oh mein Gott, ja auch nicht schlecht, ey. Jetzt macht ihr mir voll Hunger, ey. Jetzt gleich stehen die meisten von euch auf und machen sich noch aus Heißhunger, kriegen die Heißhunger und machen sich noch was zu essen um diese Uhrzeit. Amir, wichtige Frage. Lese bitte mit. Okay, ich lese mit. Hol doch einen rein. Hier ist doch keiner, Mann. Lass mal die Leute draußen, echt. Wenn jemand rein will, will er rein. Wenn nicht, dann nicht. Kein Problem. Allah hat jetzt die Bibel gelesen, ja. Wie würdest du einem guten Position Freund Position ungenau. Erklären? Suche Satelliten. Ja, das ist eine gute Frage. Wie würde ich das Ganze denn den Leuten beibringen und mit ihnen darüber reden? Ja, der eine versucht es auf diese Methode, der andere auf diese. Du musst halt gucken, wie das am besten für dich ist. Ne? Du musst also selber einen Weg finden, wie du das rüberbringst, ne? Es gibt kein Geheimrezept dafür, ne? Meine Freundin glaubt nichts. Ja, du musst, wenn die nichts glaubt, dann musst du ja den Christus vorleben. Die muss also die Veränderung in dir sehen, was der Herr aus dir gemacht hat. Damit die sich fragt, wer hat diese Person so verändert? Ich erkenne sie ja gar nicht mehr wieder. Sie ist auf einmal so anders. Das Jugendamt sucht Eich. Was machst du da? Position ungenau. Suche Satelliten. Aber darf ich eine Frage stellen? Ja, natürlich. Kostet 4,99 €. Danke. Was sagen Shias zu Aisha? Ja, die sagen, die ist die Sina-Königin. Ayusha, die Sina-Königin. Königin der Sina. Müsst ihr euch mal vorstellen, die Aisha hatte einfach einen Mann, der da in ihrem Haus geschlafen hat oder in irgendeinem Haus von denen, die hatten ja mehrere Häuser oder was, und der einen feuchten Traum bekommen hat und einfach Aisha danach fragt, was er machen soll. Muss ich mal vorstellen. Seit wann darf denn ein Mann einfach Aisha fragen, was er zu tun hat und zu lassen hat, wie er sich die Samen da vom Gewand wegmachen soll. Wie schäbig ist das denn bitte? Unglaublich. Ich glaube, das ist Sahih Muslim 288 müsste es sein. Was sagst du zu Khan? Ja, du bist das doch, ein kleiner Lümmel mit deinem Ali Asghar Tisbrizi. Oh, danke, Digit. Danke, danke Ihnen, danke. Danke. Vielen lieben Dank, wundervoll. Herr Bruder, Jesus segne dich. Jesus segne dich auch, mein Lieber. Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen. Und sein Angesicht über euch leuchten lassen. Und immer für euch da sein. Danke an ihr.
bin langsam müde, ey. Danke, Marius. Danke dir, danke, danke dir. Bist du schon zu Hause? Ach, lange nicht. Ach, was für zu Hause? Dr. Scherer war mit Schiff die übelste Überstunden. Einfach übelste Überstunden. Sahih Muslim 290, ja genau, Sahih Muslim 290 oder 288 müsste es sein, ne? Danke, Miki. Sag uns die Geschichte von Sauda, das kennt ihr doch alle. Danke, Athos. Gott segne euch alle, ihr Wundervollen. Schaffst du Nachtschicht oder was? Ja, genau, Nachtschicht. Wann Hansi da? Ruf ihn mal. Lass mir ausrede! Was ist los mit euch? Lass mir ausreden! Guck, schaut, diese Kuffer haben Angst! Wir haben sie begraben! Das ist genauso wie... Die haben ein Auffassungsvermögen, das ist so krank, ne? Der Hansi, der sich von bis auf die Knochen hier in TikTok blamiert hat, auf YouTube blamiert hat, immer noch mit seinem Gesicht überall auftritt, das ist für mich unvorstellbar, ne? Das ist genau das Prinzip dieser dieser Taube, die auf das Spielfeld kackt und rumstolziert und meint, dass sie gewonnen hätte. Einfach kackt aufs Spielbrett, läuft umher und denkt so, dass ihr gewonnen hättet. Das ist so heftig. Ey. Was ist das für ein Theater hier? Na, wie er das macht. Ah, wir gucken mal, Isa Avasi und Hansi Debatte, ist lustig. Was soll ich da gucken? Soll ich einem Sprachlegastheniker beim Debatte zuhören oder was? Wenn der nervös ist und schnell redet, dann brauchst du einen Dolmetscher für den. Mann, Mann, Mann. Ami, Bruder, man sieht dich nicht. Ja, hier bin ich. Here I am! Siehst du mich denn endlich, man? Here I am! Wie er lebt und lebt der Dr. Scherer vor mir. Na, mein bester Mann, möge Gott. Ach, nein, ihr seid die Besten. Der Herr Jesus Christus ist der Beste. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Dem Hochmütigen widerstehe ich, dem Demütigen zeige ich Gnade. Hm? Bist du in einer Gemeinde? Nein. Hast du nicht Feierabend? Ach, Feierabend, was ist das? Wegen dir will Allah konvertieren. Genau, der Allah will konvertieren. Stell dir das mal vor, ey. Was will der Allah, wie will der denn mit den Leuten diskutieren, wenn die sagen, ja Allah, du bist es doch schuld, du hast doch die Leute sehen lassen, dass Jesus dort am Kreuz hängt, du hast also jemand Ähnliches wie Jesus transformiert, ihn ans Kreuz schlagen, das gesamte Christentum entstehen lassen und dann bestrafst du die Leute für etwas, was du angerichtet hast und wartest einfach 600 Jahre, Millionen oder Abermillionen Christen sind entstanden und dann sagst du auf einmal, nee, das war gar nicht Jesus, jetzt müssen die einer anderen Schrift glauben. Das ist heftig. Die Armen, die das glauben, ja, musst du dir mal vorstellen, 1,6 Milliarden Menschen glauben an diese Täuschung. Amir sieht aus wie ein Euro-Shisha-Muslim. Ich gehöre zu der wahren Strömung des Islams, dem Euro-Shishaismus. Ja genau, so viele Seelen, die verloren gehen. Ne? Danke, Digga. Wo sind die Leute denn hin? Wieso ist Mohammed ein falscher Prophet? Erkläre bitte. Ja, der Mohammed ist ein falscher Prophet in der Hinsicht, dass der Mohammed sehr viele falsche Aussagen getätigt hat bezüglich der Embryologie, bezüglich der Tatsache, dass er sagt, niemand weiß, was sich im Mutterleib befindet, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Und Mohammed hat einfach gelogen. Und daran sieht man auch, dass er kein Prophet ist, ne? Und dann sagte der auch, dass die Spermien bis zu 40 Tage im Mutterleib bleiben, obwohl es nur 5 Tage sind. Also der Mohammed war sehr, sehr unwissend und hat die ganzen arabischen Leute da in der damaligen Zeit belogen und betrogen. Und zusätzlich nimmt er noch Geld, damit der Leuten Fragen beantwortet, so wie Anas, ne? Sura 58, Vers 12, ne?
Ja, mit unter anderem will er sogar noch deine Frau ausspannen. Ne? Wenn die Augen des Propheten, also wenn die Augen von Mohammed auf eine verheiratete Frau fallen, so ist es die unbestreitbare Pflicht eines jeden Mannes, sich scheiden zu lassen, damit Mohammed sie in Ruhe punkten kann. Unglaublich. Und das soll ein Prophet sein. Sehr schön. Position ungenau. Suche Satelliten. Wie viele Account-Stück? Der hier, der große mit 34 oder 35.000 und noch einen mit, ich glaube, 16, 17.000, ich weiß nicht genau. Drei Stück. Ja, die, die mir noch nicht folgen, die können mir folgen. Ihr müsst dann einfach nur das Plus hier irgendwo wegmachen oder was. Keine Ahnung, wie das bei euch ist. Lass es mal auf YouTube schauen. Terrorgefahr in Deutschland. Neue Strategien des IS. Ehrlich, ist das neu? Ist das neu rausgekommen? Terrorgefahr. Ach stimmt, vor zwei Tagen. Duisburg, Oktober 2023. Ein Sondereinsatzkommando stürmt die Wohnung von Tarek S., einem ehemaligen IS-Kämpfer. Wow. Unterdessen wurde Haftbefehl erlassen gegen einen in Duisburg festgenommenen vorbestraften Mann. Er soll einen Anschlag auf eine pro-israelische Demo geplant haben. Die Terroristen des Islamischen Staates waren lange aus den Schlagzeilen verschwunden. Ach, dieser Tarek S., ja, ja, der ist sehr, sehr bekannt, dieser Typ, ne? Der ist einer der heftigsten hier in ganz Deutschland. Der gehört mit zu den radikalsten überhaupt. Dieser Tarek S., ja, ja. Ich habe einige Sachen von denen gesehen, damals noch, wo die den interviewt haben. Amit, du bist Batman. Wurde die Gefahr unterschätzt? Wir tauchen ein in die verschlossene Welt der Islamisten in Deutschland und stoßen auf Terroraufrufe, Mordpläne, radikale Zellen und Prediger, die für den Dschihad werben. Das ist so unglaublich, ne? Deutschland ist ein Sammelsurium von radikalen, von fanatisch besessenen Muslimen, die da nur drauf warten, Nackentherapie zu verpassen, Deutschland dem Erdboden gleich zu machen. Und hast nicht gesehen, das ist so krank. So krank. Im März dieses Jahres verüben IS-Terroristen einen verheerenden Anschlag in Moskau. Auch Deutschland ist im Fadenkreuz des IS. Die Terrorwarnung für Kölzfahrzeit. Das ist überhaupt noch Leben, ist ein Wunder, ne, ihr Lieben. Dass ich überhaupt noch hier so sitzen kann, dass ich lebe, dass ich so mit euch Livestreams abhalten kann, überall hinfahre, überall hingehe, mache, tue. Und das ist für mich unvorstellbar, ne? Bei dieser ganzen Gefahrlage, was zurzeit ist, ne? Die Sicherheitsbehörden warnen seit Monaten vor der wachsenden islamistischen Gefahr. Es gibt eben eine kleine Gruppe, die unter dem Deckmantel des Islam Terroranschläge planen, ja, und die machen uns schon ein Problem. Und das geht von radikalisierten Einzeltätern, die wahllos auf Menschen einstechen, bis zu komplexeren Anschlagsvarianten mit Bombenanschlägen und Ähnlichem. Hat Tarek S. allein gehandelt oder im Auftrag eines IS-Netzwerks? Ich bin unterwegs, spreche mit Insidern aus der Szene, den Verantwortlichen, und nehme Kontakt mit dem Umfeld von Tarek S. auf. Ich suche im Netz nach Spuren der selbsternannten Gotteskrieger, spreche mit Experten und Ermittlern. Was passiert in der islamistischen Szene in Deutschland heute? Islamistische Szene. Es möchten wir herausfinden. Anstatt Deutschland diese Leute sofort einsammelt, ne? Das ist heftig. Einfach so, lass die mal machen, ist nicht schlimm. Kennst du so die Petra, die Sabine, der Herbert, der Peter, die sagen, ach Amir, hör doch auf. Rede doch nicht über diese Leute. Lass die doch. Sie sind doch hier, sie fühlen sich pudelwohl. Lass sie doch einfach in ihrer Religion. Warum störst du sie denn? Mensch, Amir. Du bist doch ein Hetzer, bist du doch. Lass doch die guten alten Islamisten doch ihr Leben leben. In Deutschland geht's ihnen doch prima, prächtig. Lass sie doch einfach. Was stört dich denn an ihnen? Ohne Spaß, es gibt bestimmt Leute, die so reden. Die sagen, was hast du denn? Es ist doch überhaupt gar kein Problem. Deutschland hat alles unter Kontrolle.
Wir leben in einem demokratischen Staat, wo jeder seine Meinung äußern kann. Ist doch vollkommen in Ordnung. Auch wenn sie uns Nacken therapieren wollen. Gar kein Problem. Das halten wir schon aus. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich gehe kaputt. So, jetzt bin ich endlich fertig. Aber jetzt muss ich erstmal in ein anderes ein anderes Land reisen. Ein fernes Land. Aber ihr kennt auch diesen Tarek S, ne? Ich hab von dem schon mal gehört, von damals. Der gehörte mit zu diesen Leuten, die immer auf Pierre Vogels Demos gegangen sind, ne? Wisst ihr noch? Pierre Vogel ist aufgetreten und dann gab's ja die radikalsten Leute, die dann alle dorthin gegangen sind, ne, um sich da ein bisschen was reinzuziehen von Pierre Vögelich. Pierre Vögelich. So meinte ich das gar nicht. Ich meinte das im niedlichen Sinne. Jupp. Pierre Vögelich. Sorry. Das war nicht so, wie man es denkt, ne? Hört auf damit, ihr kleinen. Ihr kleinen Racker hier. Ich geh mal wieder hinter Hijab. Hinter Mohammed Hijab. So, okay, dann hören wir uns das weiter an, ja? Für seine terroristischen Zwecke rekrutiert. Ich fahre zu seinem letzten Wohnort in Duisburg. Der 30-Jährige ist in Bielefeld aufgewachsen. Einfach Duisburg. Als Sohn einer deutschen Mutter und eines ägyptischen Vaters. Ja, deutsche Mutter. Ich spreche mit dem Umfeld des Terrorverdächtigen. Muss ich mal vorstellen, deutsche Mutter und ägyptischen Vater, ne? Wie traurig, ne? Wie traurig, dass diese Mutter eventuell eine Christin ist und der Vater so voll der radikale Moslem gewesen ist oder was für den Bruder und seinen Sohn total Gehirn gewaschen hat. Aber ist eine Vermutung, ne? Wissen wir nicht, ob das auch wirklich so ist. Haben Sie etwas von Tarek S. mutmaßlichen Anschlagsplänen mitbekommen? Entschuldigung, dass ich Sie störe. Ich suche die Wohnung von Tarek. You don't know her? No, thank you. Weder seine Nachbarn noch bekannt. Sonst bleibt der Dr. Scheich aber mir stehen. Ich komme sofort wieder, ihr Wundervollen. Ihr könnt ja so lange weiter tippen. Ich musste gerade daran denken, wie viele Menschen sich in diesem Land so übelste Sorgen machen, was den Islam betrifft, ne? Weil wir es hier nicht zu tun haben mit einer ganz gewöhnlichen Religion, die da spirituell daherkommt, sondern eine Religion, die beansprucht die alleinige Herrschaft für sich. Und alle anderen haben sich unterzuordnen. Wisst ihr, was das bedeutet, Mann? Diesen totalitären Anspruch zu erheben, wir allein sind der Gesetzgeber und ihr habt alle zu parieren. Macht ihr es nicht, müsst ihr in die Ewigkeit gehen, dann gibt es drakonische Strafen. Das ist krank, Mann. Das ist so abartig und krank. Und dann habe ich mir gerade so gedacht, was denken so die Staatsschützer über diese ganze Sache? Weil die haben ja auch alle Familie und Kinder und hast du nicht gesehen? Staatsschutz, Verfassungsschutz, SEK... MEK, GSG 9, sie haben auch alle Familie, auch wenn die Elitesoldaten sind, aber irgendwo sind das auch ganz normale Familienväter, die sich genauso Sorgen machen wie der Otto Normalverbraucher, der einfach sein Leben lebt, ne? Da müsst ihr euch mal vorstellen, wie heftig das ist. Was meinst du, wenn die ihre ehrliche Meinung zu dem Ganzen geben würden? Dass man so diese ganzen Leute von SEK oder Staatsschutz und alle so befragt, so was sie davon halten, dass so das Land so überflutet wurde mit diesem ganzen Wahnsinn.
Und sie dürften frei ihre Meinung äußern, ohne dabei Konsequenzen zu ertragen, dass sie eventuell ihren Job loswerden. Was meinst du, wie die Leute auf einmal anfangen würden zu reden? Was meint ihr, Lieben? Das wäre heftig, ne? Da geht's direkt zur Sache. Oh, Dr. Sheikh Abu Amir, bester Mann, er sagt die Wahrheit, so ist das. Islam verbieten, so, so. Ich weiß noch damals, als ich in der Anfangszeit war, ich glaube, das war 2014 oder was, ich weiß nicht mehr genau, 2014 war das, Mitte 2014 oder so, da war ich in München und dann bin ich genauso zu so einem so ein Stand gegangen, wo die Korane verteilt, am Verteilen waren. Da habe ich genauso da mit den Muslimen diskutiert, wie ich damals mit Abu Naji geredet habe. Und dann auf einmal hat sich ein Tumult gebildet. Leute, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Auf einmal haben mich so locker 30 oder 40 Mann umkreist. Also die wollten, einige haben zugehört und die anderen haben mich dann total bedrängt, ne? Und da kam schon die Polizei und hat das direkt gemerkt, ne, dass das gleich richtig zur Sache geht. Und ihr wisst ja, ich nehme ja kein Blatt vor den Mund. Ne? Da war es richtige hitzige Debatten und dann der eine sagt das, der andere sagt das, dies, das. Und ihr wisst ja, ich bin ja so ein Mensch, der total manchmal aufbrausend ist. Und so ist dann eins nach dem anderen so ein Schlagabtausch gewesen mit Wörtern. Und dann habe ich gemerkt, oh, die Stimmung wird, kippt jetzt langsam so, ne? Und dann auf einmal kam aber die Polizei und hat das Ganze dann direkt gelöst und dann haben die das so auseinandergebracht. Und dann haben die das so mitbekommen, wie ich so geredet habe, werde ich niemals vergessen. Da sagte der Polizist zu mir, das hast du sehr gut gemacht. Wir wissen um diese Leute, die so, die hier die Korane verteilen und so. Da sagt er so, das hast du sehr gut gemacht, ich habe dir zugehört. Dr. Sheikh, aber die Polizei ist so Fan von Dr. Sheikh. Das hast du sehr gut gemacht. Ich konnte nicht mehr. Weißt du, sie müssen noch was sagen. Meint ihr, wir können nicht sagen, sonst verlieren wir unseren Job und wir müssen uns da neutral verhalten. Wahnsinn, ne? Neutralitätsgebot oder wie nennt man das, ne? Da sagt der eiskalt, das hast du sehr gut gemacht. Du hast sehr gute Sachen gesagt. Weil die haben mir so ein bisschen zugehört und dann irgendwann mal sind die dann dazwischen gegangen, ne? Das war heftig. So, hören wir weiter, ihr Lieben. Auf einmal haben mich so 40 Mann umzingelt oder wie, keine Ahnung. Wisst ihr, wie die Muslime sind? Schließlich bauen wir Kontakt zu einem jungen Mann auf, der den Terrorverdächtigen gut kenne. Ich schicke meiner Kollegin Janlan seine Nummer. Hallo? Er gibt mir gegenüber offen zu, dass er selbst der IS-Ideologie nahesteht und ist bereit, mit mir über die Vorwürfe gegen seinen Freund zu sprechen. Tarek S. soll einen Anschlag auf eine pro-israelische Demonstration geplant haben. Glaubst du, dass Tarek diesen Plan wirklich umsetzen wollte? Den Terroranschlag? Erwähnt. Ja. Ich denke schon, Tarek wollte Anerkennung und Respekt und er wollte, dass Christen und Juden genauso leiden wie wir Muslime, wie die Palästinenser. Was hat Tarek dazu gebracht, diesen Plan zu schmieden? Tarek hatte nichts mehr zu verlieren. Er wollte gehen. Und zwar mit einem großen Knall. Wahnsinn. Und zwar mit einem Hier großen Knall. Hier hat sich Tarek S. radikalisiert. Ich recherchiere zu seinem Lebenslauf und finde heraus, er ist nicht erst 2023 auffällig geworden. Schon 10 Jahre zuvor hat Tarek S. die Nähe von Extremisten. Siehst du, ich hab recht gehabt. Zufällig wird er auf einer islamistischen Kundgebung interviewt. Seht ihr? Da frage ich, was an das Haus ist. Da ist er, siehst du, ich wusste es. Und ich glaube, wenn man sich die Lage in den anderen Ländern betrachtet, dann weiß man ganz genau, was das auf sich hat. Tarek S. schließt sich dem IS in Syrien an und wird zu einem Gesicht der Terrorpropaganda. Wahnsinn. Meine geehrten Geschwister im Islam, kommt inshallah aus dem Boden der Erde und sucht die Schale. 3 Jahre nach seiner Ausreise kehrt er nach Deutschland zurück und wird zu 5 Jahren Haft verurteilt wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Im Gefängnis nimmt Tarek S. an einem Aussteigerprogramm teil. Bei seiner Haftentlassung gilt er als erfolgreich deradikalisiert. Ja, natürlich. Er hat nur Taqiya gemacht, das, was die Leute nicht verstehen. Er hat an einem Deradikalisierungsprogramm teilgenommen, damit er früher entlassen wird, der Schlaue.
Ja, der hat schön Takia mit denen praktiziert. Ah, der schlaue kleine Lümmel. Tarek praktiziert Takia. Tarek Takia, um die Behörden zu täuschen. Dieser kleine Takia-Boy. Weiterhin von den Sicherheitsbehörden als Gefährder beobachtet. Übel. In den sozialen Medien stoßen wir auf Profile, die wir Tarek S. zurechnen können. Seine Posts wirken harmlos. In den meisten Fotos und Videos zeigt er sich beim Kampfsporttraining. Doch dann ändert sich sein Content. Bereits im Frühjahr 2023 postet er Inhalte, die als klares Bekenntnis zum IS gewertet werden können. Unter einem Video eines Islamisten kommentiert Tarek S. mit zwei Emojis. Einer schwarzen Flagge und einem erhobenen Zeigefinger. Ein Code unter Islamisten für die IS-Fahne und dem Tawhid-Finger. Ein islamisches Symbol, das der IS für sich vereinnahmt. Die deutschen Sicherheitsbehörden werden wieder auf ihn aufmerksam und beobachten ihn intensiver. Anfang Oktober überfallen Hamas-Terroristen aus dem Gazastreifen israelische Siedlungen. Der Angriff auf Israel, er beginnt in den frühen Morgenstunden, als schwer bewaffnete Palästinenser die stark gesicherte Grenze durchbrechen. Israels Armee bereitet unterdessen weiter mit Luftangriffen im Gazastreifen eine mögliche Bodenoffensive vor. Die Eskalation im Nahen Osten emotionalisiert auch die islamistische Szene in Deutschland. Ich nehme Kontakt mit Insidern aus den Sicherheitsbehörden auf. Sie sind überzeugt, der Gazakrieg hat Tarek S. unmittelbar motiviert, einen Anschlag zu fahren. Seht ihr? Radikalisiert. Wie oft haben wir das gesagt, diese Bilder, die von Gaza und alles projiziert werden? Weil die Muslime so leicht damit provozierbar sind, lassen sich auch darauf ein. Versteht ihr das? Was das auslöst in diesen Leuten? Wahnsinn, ne? Diese Bilder sollen ja bewusst in die Köpfe der Muslime transportiert werden, damit sie genau diesen Hass und Wut bekommen. Merkt ihr das jetzt? Und einige lassen sich dadurch verleiten. Und genauso war Tarek einer. Heftig, ne? Oder ist einer. Der sich offenbar schon zuvor. Das zeigen auch die Accounts, denen der Terrorverdächtige folgt. Mir fällt bei den Profilen von Tarek S. auf, er hat mehrere radikale Prediger auf den Social-Media-Plattformen abonniert. Darunter Abul Bara, der seit Jahren im Visier der Nachrichten liegt. Abul Bara, ey! Er gehört zu den prominentesten Imamen in den sozialen Medien. Dort folgen ihm 10.000. Seit 2002 predigt Bara in Deutschland einen radikalen Islam. Zuerst in einer Moschee und nach deren Schließung durch die Behörden überwiegend. Was für einen radikalen Islam? Das heißt, die islamischen Schriften sind im Grunde genommen radikal, die aus ihm einen solchen Menschen machen. Das ist das Problem. Es sind die Schriften, die aus Abul Bara und diesen Menschen solche Zombies machen. Versteht ihr? Weil sie berufen sich ja nur auf Koran und Sunna. Da ist ihre Radikalisierung. Ja, super. Darf man in einem Supermarkt arbeiten in Deutschland? Zum Beispiel, eine Person hat einen Job bei Rewe oder Albi oder Kaufland. Ist dieses erlaubt? Nein. Und Allahu ta'ala ala wa'alam, man soll sich von den Wahlen fernhalten. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Ein 14-jährigen Jungen konvertieren. Weil niemand mehr konvertieren will, haben sie einen kleinen 14-jährigen Jungen dahingestellt. Da müsst ihr euch mal vorstellen. Ein 14-jährigen Jungen, der die Schahade ausspricht, der noch nicht mal weiß, wo oben und unten ist, der noch Bremsspuren in den Unterhosen hat. Da kommt der und konvertiert zum Islam, ey. Das müsst ihr euch mal geben. Der arme kleine Junge, heftig, ey. Nichts normal, genau, nichts normal, diese. Oi, nichts normal, diese. Wir erfahren, danke, dass Abul Bara einen Vortrag in Dormagen in Nordrhein-Westfalen halten wird. Ich bin dort mit einem jungen Moslem verabredet. Er hat schon häufige Auftritte von radikalen Predigern beobachtet und wird für uns diesen Vortrag von Abul Bara undercover filmen. Welche Ideologie verbreitet der TikTok-Imam? Der Andrang auf die Hinterhofmoschee ist groß. Viele Besucher müssen draußen bleiben. Das Publikum des Islamisten ist auffällig jung. So richtige Rattenfänger. Erst einmal freue ich mich, dass alles Jugendliche hier sind. Alhamdulillah. Wer ist vom Verfassungsschutz da? Wer
Er ist vom Verfassungsschutz. Er beruft sich während seines Vortrages immer wieder auf eine sehr konservative Auslegung des Islam, gegen Salafismus. Er spricht gegen die Lebensweise unserer Gesellschaft. Insbesondere Frauen würden nicht wissen, wo ihr Platz sei. Was hat Allah von Ihnen gefordert? Dass Sie draußen oder drinnen sein sollen? Das Verderben kommt durch die Zurschaustellung der Frauen. Daran sind ganze Gesellschaften zugrunde gegangen. Unsere Religion hat das bestätigt. Warum sind die Frauen an jedem Platz? Aber als die Männer früher Männer waren, ist das nicht passiert. Wieso das denn? Der Abu'l-Bara, was der für einen Müll erzählt. Da gibt's doch eine Überlieferung, in dem Mohammed mit seinen Sahabern draußen stand und auf einmal kommt eine Frau an ihm vorbei. Da wird der total wahnsinnig, der Mohammed. Rennt zu seiner Frau Zeynep, besorgt sie, rennt wieder zurück zu den Sahaba und sagt, wenn ihr eine Frau seht, dann geht zu eurer Frau und macht's ihr. Denn die Frau kommt in der Form eines Teufels. Der Teufel kommt in der Frau einer Frau. Guck dir das mal an. Der Mohammed hat sich überhaupt nicht unter Kontrolle. Er sieht eine Frau, flippt aus, rennt zu Zeynep, die gerade etwas am Kochen war, und dann macht er der schnell seinen Druck ablassen und dann sagt er den Sahaba, was er gerade getan hat, und wenn sie Druck haben, dann sollen sie ganz schnell zu ihren Frauen rennen und ihren Druck ablassen. Das ist geisteskrank, Mann. Das ist Wahnsinn. Was sind das überhaupt für Überlieferungen, Mann? Was ist die Weisheit dahinter? Dass man sich nicht unter Kontrolle hält? Oder wie? Diese ganzen Hadithe sind eine einzige Lüge und Witz, ne? Es ist absolut krank. Wie sie den Mohammed aber auch porträtieren, ne? Wie die Hadithe so den Mohammed so porträtieren, als einen sehr, sehr sündigen, unter Illusionen stehenden Menschen, ne? Das ist Wahnsinn. Und dann sagen die, warum beleidigst du, ey? Lest ihr überhaupt eure eigenen Hadithe, eure eigenen Bücher? Ist das nicht eine Beleidigung, dass Bukhari sowas übermittelt und ich euch das so vorlese? Wer beleidigt wirklich? Ich, der das vorliest? Oder Bukhari, der das über euren Propheten erzählt? Da muss man sich mal Gedanken machen. Dr. Sheikh Abu Amir, der das vorliest, was Bukhari da übermittelt? Oder Bukhari, der diesen Quatsch übermittelt? Ja, was denn jetzt? Mann. Predigt Barah ein fundamentalistisches Gesellschaftsbild, das offenbar für einige junge Menschen attraktiv ist. Prediger wie er erreichen in den sozialen Medien Hunderttausende. Warum treten sie überhaupt noch in so kleinen Moscheen auf? Frage ich den jungen Mann, der dabei war. Er möchte halt diesen Vortrag. Und er hat es auch in der Vergangenheit eventuell so gemacht, dass er den Vortrag gehalten hat in der Moschee. Und daraus werden nochmal extra Videos geschnitten für Social Media, also Content. Er generiert seinen Content aus Live-Vorträgen vor Ort und man muss ihm ja auch eins lassen, wenn er seine Vorträge in der Moschee hält, füllt er damit die Moschee. Radikale Prediger als Influencer. Auf den ersten Blick wirkt seine Predigt nur rückschrittlich. Doch die Ideologie des Salafismus ist brandgefährlich. Im Berliner Verfassungsschutzbericht wird er namentlich aufgeführt. In der Vergangenheit hat er unter anderem einen Gebetsgesang verwendet, den sonst Dschihadisten für ihre Propaganda nutzen. Bei meinen Recherchen zum Social-Media-Auftritt von Tariq S. fällt mir ein junger Mann auf. Er verwendet denselben Gebetsgesang wie Barah und die Gotteskrieger des Islamischen Staates. Darunter ein Like von Tariq S. Internetpropaganda gilt in Expertenkreisen als besonders effektiv und gefährlich. Deshalb steht sie auch im Fokus der Antiterrorermittler. Wir sind im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern in Berlin. Lars Rückheim arbeitet im BKA-Referat für islamistisch motivierten Terrorismus und Extremismus. Soziale Medien spielen generell eine große Rolle bei der Verbreitung von IS-Propaganda. Würden Sie sagen, diese salafistischen Prediger, die wir beispielsweise auf Instagram haben, auf TikTok, die auch im Verfassungsschutzbericht auftauchen, dass die gefährlich sind, dass die für die Szene rekrutieren? Salafistische Prediger können Personen direkt ansprechen. In einer anderen Art und Weise, als das über eine allgemeine Propaganda möglich ist und diese direkte Ansprache wirkt. Ich kann nicht sagen, inwieweit sie für die Szene rekrutieren. Ich kann aber sagen, dass
das, was sie verbreiten, sehr stark konsumiert wird und dass sie deshalb auch aufgrund der Inhalte. Ja, warum hält man dann diese Leute nicht auf, wenn man weiß, dass sie eine Gefahr und eine potenzielle Gefahr für Jugendliche sind, mit ihrem Extremismus sie zu vergiften? Warum hält man dann die nicht auf? Wo sind denn die ganzen TikTok-Admins und wie die alle heißen, bei YouTube, Facebook, X und so, ne? Warum gewährt man ihnen überhaupt, wenn man weiß, dass sie eine krankhafte Ideologie in ihrem Kopf haben? Man sollte ihnen also alle Accounts auf Social Media verweigern. Und sobald ihre Gesichter auftreten, ihre Stimmen zu erkennen sind, dann wird das KI-System das erkennen und sie niemals predigen lassen in den sozialen Netzwerken. Da hätten wir das Problem ja nicht. Dann würden die ganzen Muslime sich mehr und mehr von diesem Ganzen distanzieren, weil sie nichts mehr von ihnen hören. Aus dem Auge, aus dem Sinn, ihr kennt das doch. Und so hat man da ein großes Problem dann auf diese Art und Weise gelöst. Ist so. Sobald diese Jugendlichen nichts mehr von ihnen hören, dann haben sie sich auch vergessen. Aber solange Abul Bara gewährt wird, Pierre Vogel gewährt wird, er einen TikTok-Account hat mit 60.000, 70.000 hier Follower und Abul Bara 100.000 Follower, ja, was ist das denn bitte? Und dann wundert man sich, warum diese Leute immer mehr Zuwachs gewinnen und die Leute das faszinierend finden, dass diese sogenannten Prediger immer weiter an Zuwachs gewinnen. Das ist doch so krank, Mann. Wenn ich der Staatsschutz wäre, würde ich doch erstmal an dieser Stelle doch ganz bewusst rangehen und das Ganze auseinandernehmen. Alle Accounts dieser Leute sperren und KIs erstellen, damit sie ihre Stimmen erkennen, Gesichtserkennung, alles. Damit sie nicht einen neuen Account erstellen können, um weiterhin diese Propaganda zu machen. Versteht ihr? Alle eine Gefahr darstellen. Besonders für Teenager. Islamisten radikalisieren nicht mehr nur in Moscheen, sondern vor allem in den sozialen Medien. Ja, ist ja kein Problem, da kommen neue Heuchler, aber dann hat man erstmal die Prominentesten von ihnen beiseite geschafft, versteht ihr? Und so viele gibt's gar nicht, die so charismatisch auftreten können, versteht ihr? Da gibt's nur eine Handvoll von ihnen. Und wenn man ihnen das, ja, den Boden unter den Füßen wegzieht, und zwar die Social-Media-Accounts, dann war's das, das war's. Mit Ansprache auf Augenhöhe dringen die Islamisten bis in die Jugendzimmer vor und erreichen 100.000. Ihre Accounts werden genau überwacht. Wir führen ein tägliches Monitoring im digitalen Raum durch und versuchen dadurch entsprechende Inhalte im Netz festzustellen. Und wir haben die Möglichkeit, im Bundeskriminalamt Löschanregungen an die Dienstanbieter zu übermitteln und Entfernungsanordnungen zu treffen. Damit sind wir europaweit auch Vorreiter und auch ein bisschen stolz darauf. Ja, wenigstens. Der Behördendruck ist im digitalen Zeitalter kein Hindernis für die IS-Anhänger. Werden sie auf einem Messenger-Dienst verboten, weichen sie auf andere aus. Eine beliebte Alternative? RocketChat. Eine Open-Source-Plattform, die für die Ermittler kaum zu überwachen ist. Ich schleuse mich dort in einen Gruppenchat von IS-Sympathisanten ein und sehe, wie sich User über Anschlagspläne austauschen. Es geht um Gift, Mord, Bombenanschläge. Kurz nach dem 7. Oktober 2023 unterhalten sich Chat-Teilnehmer darüber, wie sie Juden in Europa ermorden wollen. Eine Idee? Menschen mit jüdischem Namen über einen Lieferdienst vergiftetes Essen zu schicken. Oh. Nur wenige Klicks von diesem Post entfernt finden wir eine Anleitung zum Einsatz von Gift. Aber auch zum Bau einer Bombe. Experten bestätigen uns, dass die Anleitungen authentisch sind. Absolut krank. Doch es bleibt nicht nur bei Anschlagsplanungen, wie wir während unserer Recherchen erleben. Am Abend dringen mehrere bewaffnete Personen in Tarnkleidung in den Veranstaltungskomplex ein. Sie eröffnen das Feuer auf Besucher und Mitarbeiter. Der IS hat sich also zu dem Anschlag bekannt. Genauer gesagt eine Splittergruppe des sogenannten Islamischen Staates. Wahnsinn. Wir sprechen mit Johannes Saal. Bei seinen Forschungen stößt der IS-Experte seit einiger Zeit auf Verbindung zum ISPK, dem Islamischen Staat Provinz Khorasan. Der ISPK ist die Abkürzung für Islamischer Staat in der Provinz Khorasan, ja, genau. Und ist der Ableger für die Regierung. Genau, das sind diese Leute, die auch damals den Mordauftrag gegen mich auch, so einer Terrorzelle hier mitgegeben haben, die aus Khorasan. In Afghanistan, der Islamische Staat in Afghanistan, das ist so krank. Das ist so krank. Genau das waren die.
den Mordauftrag auf mich, aber der Herr hatte einen anderen Plan mit mir. Wahnsinn, ne? Unglaublich. Aus dem tiefsten Afghanistan, müsst ihr euch vorstellen, Leute. Aus dem tiefsten Afghanistan haben die einen Mordauftrag auf mich freigegeben. Und der Herr hat das vereitelt. Wahnsinn. Durch die Obrigkeit, durch den Staatsschutz. Unglaublich. In Afghanistan, vergleichbar mit ISIS, welches der Ableger für den IS in Syrien und Irak ist. Können Sie uns sagen, wie Sie nach Deutschland gekommen sind? Es handelt sich tatsächlich vor allem um afghanisch-stämmige oder interessanterweise tadschikisch-stämmige Menschen. Also die Tadschik? Personen aus dem Gebiet, welches der IS als Provinz Khorasan für sich beansprucht. Darunter finden Sie einerseits Personen, die als Asylbewerber nach Deutschland gekommen sind, aber auch Leute, die hier sozialisiert worden sind. Was wir beobachten konnten, ist, dass der ISPK ungefähr vor 4-5 Jahren damit anfing, sogenannte externe Operationen zu planen. Zum Beispiel Anschläge auch in Europa. Ein Großteil davon, interessanterweise, ist auch tatsächlich in Deutschland zu beobachten. Johannes Zerwey forscht seit Jahren zu deutschsprachigen IS-Dschihadisten. Im Fall Tariq S. fällt dem Soziologen auf, der Terrorverdächtige soll engen Kontakt zu Islamisten gehabt haben. Ich bin selber kein großer Fan des Begriffs Einzeltäter. Einerseits, weil die Leute sich natürlich nicht in sozialer Isolation radikalisieren, also auch weil sie dann schon Bestandteil einer dschihadistischen oder islamistischen Szene vor Ort. Und sie haben natürlich auch im Laufe der Anschlagsvorbereitungen, wenn es auch nur online ist, tatsächlich Kontakt mit IS-Anhängern im Ausland, die dort zu Hilfe stehen. Hatte Tariq S. nicht nur online, sondern auch offline Verbindung zu Islamisten in Deutschland? Wieder gibt uns das Social-Media-Profil von Tariq S. erste Anhaltspunkte. Wir entdecken digitale Freundschaften zu mutmaßlichen Islamisten. In ihren Posts sind Wahrzeichen europäischer Großstädte zu erkennen. Mögliche Anschlagsziele? In einigen Videos verwenden sie Gebetsgesänge, sogenannte Nasheeds. Einer davon gilt als inoffizielle Hymne des IS. Wahnsinn, was für ein Song. Der digitale Freundeskreis von Tariq S. folgt Profilen, die Propaganda des ISPK verbreitet haben sollen. Offen posieren die Männer mit dem Tawhid-Finger. Auf den Accounts entdecke ich, die Männer besuchten offenbar eine Moschee in Dortmund. Doch welche genau? Meine ersten Anhaltspunkte sind der Teppich und die Deckenverkleidung. Ich vergleiche ihre Posts mit Aufnahmen von Moscheen in der Region und komme einem seit 2022 verbotenen Verein auf die Spur. Der islamische Kulturverein Nur al-Islam. Der Verein, den Tariqs Social Media Freunde besucht haben, soll für den IS rekrutiert haben. Mehrere Gemeindemitglieder haben sich in Syrien oder dem Irak den Terroristen angeschlossen. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul bezeichnet den verbotenen Verein als, Zitat, Gewächshaus des Islamismus. Welche Rolle hat dabei der Vereinsvorsitzende Bekir Hashim gespielt? Ist Nur al-Islam auch nach dem Verbot aktiv? Ich fahre zum Vereinssitz in der Dortmunder Neustadt. Nordrhein-Westfalen gilt als Hotspot der islamistischen Szene. Hier leben nach Behördenangaben mehr als 180 islamistische Gefährder. Davon gilt eine hohe zweistellige Zahl als aufgebotsbereit. Einige davon auch in Dortmund. In der Stadt kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Festnahmen von Islamisten. Bei meiner Ankunft sehe ich Bekir Hashim, den Imam der Gemeinde Nur al-Islam. Seit dem Vereinsverbot darf die Moschee nicht mehr als Gebetsraum genutzt werden. Wir wollen wissen, wo sich die IS-nahe Gemeinde jetzt trifft. Herr Hashi? Der Imam redet nicht mit uns, aber seine Nachbarn. Wir erfahren, offiziell finden hier keine Gebete statt. Ja, Abu Bakr zum Beispiel, türkische Moschee da. Ja. Okay. Entschuldigung, ist hier noch eine Moschee? Anwohner erzählen uns, nur wenige hundert Meter entfernt befindet sich die Abu Bakr Moschee. Nichts weist darauf hin, dass das ein muslimisches Gotteshaus ist. Alles zur Zahlung, ne?
Ein ehemaliges Nur al-Islam-Mitglied bestätigt mir, dass ein Teil der Gemeinde seit der Schließung hierher kommt. Während ich mich unterhalte, entdecke ich Beki Hashim, den radikalen Imam des verbotenen Feinds, auf seinem Weg in die Abu Bakr-Moschee. Hat er sich mit seinen Anhängern hier eingenistet? Doch darf ich mir einmal die Moschee anschauen? Ein Blick reinwerfen, das wäre es. Okay, danke. Wir nehmen Kontakt mit den Verantwortlichen der Moschee auf und bitten um ein Interview. Werden Sie mit uns reden? Mutmaßliche ISPK-Anhänger in Deutschland. Während wir auf die Antwort der Dortmunder Gemeinde warten, recherchiere ich zu den Verbindungen des afghanischen IS-Ablegers nach Deutschland. In den Kanälen der Terrorgruppe werden mögliche Anschlagsziele präsentiert, darunter auch welche in Deutschland. Wer steckt dahinter? Ich erhalte einen Bericht aus afghanischen Geheimdienstkreisen, der die Strukturen der Terrororganisation aufschlüsselt. Das Dokument bekomme ich von einem Kontakt der gestürzten Regierung zugeschickt. Es zeigt, für die Propaganda ist ein Mann verantwortlich, den die US-Regierung als einen der gefährlichsten Terroristen des afghanischen IS-Ablegers führt, Aziz Azam. Er verantwortet auch eine Publikation des ISPK, das Magazin Voice of Khorasan. Darin tauchen immer wieder Ziele in Deutschland auf, wie eine liberale Moschee in Berlin. Wie schätzen die deutschen Nachrichtendienste die Gefährdungslage ein? Ich treffe Christoph de Vries. Der Innenpolitiker sitzt im Geheimdienstausschuss des Bundestages und beschäftigt sich seit Jahren mit Islamismus. Regelmäßig briefen die Nachrichtendienste das Gremium über den aktuellen Stand ihrer Arbeit. Wie schätzen Sie die Bedrohung durch Islamisten ein? Ja, die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus ist gewaltig und sie ist anhaltend hoch. Das ist auch die Einschätzung der Sicherheitsbehörden in Deutschland. Denn wir haben im Bereich der anderen extremistischen Phänomene keine Bedrohung gleicher Art, die so massiv Leben und Tod von Menschen in Deutschland betrifft. Welche Form von Anschlagsplänen haben die Geheimdienste im Visier? Also ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass die islamistischen Terrororganisationen und speziell der ISPK das ganze Repertoire nutzt. Und das geht von radikalisierten Einzeltätern, die wahllos auf Menschen einstechen, bis zu komplexeren Anschlagsvarianten mit Bombenanschlägen und Ähnlichem. Aber gerade die Beobachtung dieser radikalisierten Einzeltäter, die ist natürlich am Ende viel, viel schwieriger, weil sie ad hoc stattfindet, spontan stattfindet, weil es dort nicht über eine lange Zeit viel Kommunikation gibt, die man abhören kann, die man aufklären kann. Christoph de Vries befürchtet, dass insbesondere Großveranstaltungen wie die Fußball-Europameisterschaft im Visier der Terroristen sein könnten. Natürlich, klar, bei so einem großen Ort. Sind deshalb nervös. Unglaublich. Einfach Reisewarnung für Deutschland ausgerufen. Ich erhalte Antwort aus Dortmund. Die Verantwortlichen der muslimischen Gemeinden sagen einem Interview in der Abu Bakr Moschee zu. Dankeschön. Bei meiner Ankunft treffen wir wieder auf den radikalen Prediger Beki Hashim von dem verbotenen Verein Nur al-Islam. Er ist auf dem Weg zum Freitagsgebet in der Abu Bakr Moschee. Von einem Kontakt erfahren wir, dass auch Tarek S. hier gewesen sein soll. Die Gläubigen wollen nicht, dass wir hier drehen. Immer wieder werden wir aufgefordert, die Kamera auszuschalten. Wir warten, bis die fast 2500 Besucher nach dem Gebet das Haus verlassen und treffen Ahmad Aweimer, den Vorsitzenden des Rats der muslimischen Gemeinden. 2500 Leute sind an einem Freitagsgebet, hier Freitagspredigt. Danke, Werner. Das müsst ihr euch mal geben, wo wir gelandet sind. Und jetzt schau dir das mal an, was die Kirchen da machen. Wo sind denn die Kirchen? Können die 2500 Leute an einem Freitag, an einem Sonntag zusammenbringen? Es ist so traurig. Es ist einfach so traurig. 1. Timotheus 4,1. Das ist einfach nur erschreckend, ne? Erschreckend, erschreckend. Aber so ist das, ne? Der große Abfall muss passieren, ihr Lieben. Sonst geht die Bibel, sonst erfüllt sich ja die Bibel nicht. Und das sehen wir vor unseren Augen. Danke, Werner. Danke dir, Werner. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Die Bibel hat ja davon geredet, dass der große Abfall kommt.
Und da sehen wir den großen Abfall und dann machen sich Religionen hier breit. Islam, Buddhismus, Hinduismus, Taoismus und hast nicht gesehen, was da alles noch sich rumtummelt hier in diesem Riesenbecken. Danke, Werner. Danke. Dankeschön, ihr Lieben. Möge der Herr euch segnen. Möge der Herr uns allen beistehen. Ne? Das ist das Wichtigste. Möge der Herr uns allen beistehen. Ne? In Dortmund weiß er, dass bekannt Gihashim diese Gemeinde besuchen. Also ich kenne ihn persönlich nicht, habe ich nie ein Wort gewechselt, aber der Vorstand hat mir auch gesagt, deswegen, weil er oft taucht, ja, was machen wir? Er ist auch abends hierher gekommen, ist auch alleine reingegangen, obwohl die Moschee zu war. Zum Gebetszeiten. Ist aber abgeschlossen. Ja, diese Tür, manchmal ist auch diese Tür offen, aber er hat keine Predigt gemacht. Das ist ihm gesagt worden, du darfst hier nur beten, nichts anderes. Wir können dich nicht wegschicken. Die Sicherheitsbehörden haben uns auch nicht gesagt, dass er nicht darf. Sonst hätten wir irgendwas machen können. Wir konfrontieren den Imam mit unseren Recherchen, dass auch Tarek S. die Moschee besucht haben soll. Er war bei Ihnen in der Moschee. Das kann jeder hier reinkommen, wieder raus. Man hat mal irgendwann mal gesagt, dass Amri da war. Amri vom Breitscheidplatz, der Erde. Ja, das sollte hier in Dortmund in vielen Moscheen gewesen. Bringt Sie das in eine Zwickmühle, dass Sie sie hier reinlassen müssen? Ja, das ist eine Zwickmühle, sind wir mehr oder weniger. Deswegen haben wir das auch mit den Sicherheitsbehörden besprochen. Es gibt also nach Ramadan einen Termin dafür. Wenn es wirklich jetzt Bedrohungslage gibt von diesen Personen, dann können wir denen auch ein Hausverbot erteilen. Aber davor nicht. Unsere Recherchen zeigen, die Gemeinde Abu Bakr wird besucht von radikalen Islamisten wie Tarek S. und dem Imam Beki Hashim des verbotenen Vereins Nur al-Islam. Diesen besuchten auch die digitalen Freunde des Terrorverdächtigen Tarek S. In Dortmund haben sich offenbar netzwerkartige Strukturen von IS-Sympathisanten und Anhängern gebildet. Dortmund ist auch so ein richtiges, eine richtige Anlaufstelle für so totale Islamisten und, sagen wir schnell, so IS-Sympathisanten und alles Mögliche. Da tummelt sich auch alles rum. Gerade NRW, Nordrhein-Westfalen, ist mit einer der härtesten Bundesländer, was Islamismus angeht. Ne? Die ganzen Leute sind hier in NRW unterwegs. Das ist so krank. Allein das Ruhrgebiet, full. Ich hatte damals schon den ABK das gesagt. Habt ihr gesehen, wie er die Realität verweigert hat? Aber Dr. Sheikh Abu Amir recht behalten hat. Wahnsinn, ne? Als ich ihm gesagt hat, ABK, bist du dir eigentlich bewusst, was hier überhaupt bald hier losgeht? Was hier überhaupt los sein wird? Du Realitätsverweigerer, wo ich ihm das gesagt habe. Dass hier so viele IS-Leute schon sind und nur darauf warten, auf den gewissen Moment. Ne? Ja, der dachte so, alles ist Spaß, das ist alles so fake und dass ich mir keine Sorgen machen brauche und ich übertreibe ja und so, ne? Kennt ihr ja diese bekloppten Floskeln? Ja, Amir, du übertreibst das Ganze. Das ist nicht so, wie du denkst. Das ist doch schlimmer, als wie ich denke. Das ist alles noch schlimmer, als ich dachte. Es ist Wahnsinn. Das ist alles noch schlimmer, als ich mir vorstellen konnte. Guckt euch das mal bitte an. Danke, danke. Nach Behördenangaben seien im vergangenen Jahr nirgendwo in Deutschland so viele islamistisch motivierte Terroranschläge geplant worden wie in Nordrhein-Westfalen. Von den Gefährdern ging eine große Bedrohung aus. Einer davon ist Tarek S. Ich bin mit Herbert Reul, dem Innenminister, verabredet und möchte mit ihm über das Islamismusproblem in seinem Bundesland sprechen. Haben Sie ein Islamismusproblem in NRW? Ja, eindeutig. Ja. Jetzt ist immer die Frage, was man damit meint. Ja, eindeutig. Islamismus im Sinne von terroristischem Islamismus haben wir.
ich glaube nicht, dass wir ein Problem haben, dass hier Menschen sind, die den Islam als Glauben für sich anerkennen. Aber es gibt eben eine kleine Gruppe, die unter dem Vorwand, Deckmantel des Islam, islamistisch unterwegs sind, in Anführungsstrichen, und Terroranschläge planen, ja, und die machen uns schon Probleme. Ein Problem, das mit Hilfe von ausländischen Partnerdiensten bekämpft wird. Auch Tariq S. konnte erst durch einen Tipp aus Marokko gestoppt werden. Das waren in der Regel Hinweise von ausländischen Partnern, weil die im Internet ganz andere Möglichkeiten haben, Informationen abzugreifen, als wir die in Deutschland haben. Hammer, ne? Wie die ganzen arabischen Länder auch mit Europa zusammenarbeiten, um diese wahnsinnigen Leute so ausfindig zu machen, weil es gibt ja viele in den arabischen Ländern, so wie Marokko, Tunesien, Algerien, ja auch Atheisten. Unglaublich viele Atheisten, die aber so tun, als wären sie Muslime. Weil sie ja die arabischen Sprache mächtig sind, schleichen sie sich dann ein in Moscheen, erkunden das Ganze, gehen in Foren rein, lesen auf Arabisch alles mit und teilen das somit dann auch den Behörden mit, versteht ihr? Und helfen da mehr oder weniger, weil sie selber verstanden haben, dass der Islam die aller ultra schlimmste Sekte ist, die es die Welt jemals hervorgebracht hat. Das ist heftig. Da seht ihr, dass diese Leute, genau, King of Kings, du kannst ein Liedchen von singen, ne? Dass du die ganzen arabischen Schriften ja lesen kannst und dann siehst du auf einmal, was die Muslime in ihren ganzen Büchern, der Tafsir-Bücher, zur Auslegung, wie man mit Kuffar umgehen muss, wie man ein Staat, der noch nicht islamisch ist, dann islamisieren muss. Ja, da gibt es ja ganze Anleitungen. Und dann hast du natürlich Foren, wo Muslime sich dann sicher fühlen und dann denken, dass sie untereinander sind, aber sich darunter auch Spione eingeschlichen haben. Ne? So muss, also arabische Atheisten dann, ne? Oder arabische Christen, Atheisten, was auch immer, ne? Die sich dann als Muslime ausgeben, um dann auszuspähen. Ja, die Muslime hier in Deutschland können sich noch nicht mal selber vertrauen, ihren Leuten. Da siehst du auf einmal, dass zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel, dass der Hansi jetzt mit seinen Leuten da abhängt und ich verstehe, dass einer von ihnen zum Beispiel ein Maulwurf ist. Obwohl er sein Bruder ist, oh Bruder Achi, hast du gesehen, wie wir die platt gemacht haben? Einfach das Spielchen mitspielen, versteht ihr? Damit man so viele Informationen bekommt, wie man nur möchte. Ganz genau war das ja auch mit Murat. Kennt ihr diesen einen Fall bei Spiegel TV? Murat S. oder was? VP01, diese Vertrauensperson 01 oder was? Diese heftigste Person, diese, sagen wir schnell, von der Polizei, Staatsschutz engagierten Typen, der dann sich eingeschlichen hat in die oberste Etage der Islamisten-Szene, ne? Murat S., der hat sich dann so ein Bart wachsen lassen und hat dann ist dann mitgeschwommen. Ja, V-Mann, genau, der V-Mann. V-Mann der Polizei, Murat S. oder was ist das? Ja, keine Ahnung. Ja, und dann hat er natürlich eine ganze Terrorzelle ausgehoben, ne? Und den Behörden gesagt, was da überhaupt los ist. Der war in den tiefsten der Islamisten-Szene hier in Deutschland, also in der islamischen Szene, ne? Die so übelste IS-Sympathisanten und alles, ne? Ich glaube, da war der Fall von, wie hieß dieser Typ nochmal aus Hildesheim? Der Führer des Islamischen Staates, der Sprecher des deutschen Islamischen Staates, des deutschen Islamischen Ablegers, des deutschen Islamischen Staates, Ableger des deutschen Islamischen Staates war. Wie hieß denn der Typ nochmal? Wie ist der Al-Wala oder wie der Typ heißt, ne? Al-Wala. Irgendwie sowas, ne? Der Ehefan war ja auch voll tief drinnen, ne? Hat ja auch alles auseinandergenommen. Heftig. Seine Geschichte ist auch heftig. Der war ganz tief drinnen in dieser islamischen Szene. Und dann ist er natürlich ausgestiegen und dann hat er natürlich dem Staat dann dementsprechend Informationen gegeben. Ja, eigentlich ist das eine gute Tat, die er getan hat. Ne? Der hat somit Menschenleben erhalten, das muss man auch sagen.
Er ist also keine Snitch in dem Sinne, dass er seine Gang verraten hat. Nein, diese Leute wollten anders unschuldige Menschen hier in die Ewigkeit stecken. Ewigkeit schicken. Sowas kannst du ja nicht als Snitch bezeichnen oder ein 31er oder was auch immer, Verräter. Nein, das ist, der Irrfan ist in dem Sinne jemand, der Menschenleben erhalten hat oder Menschenleben gerettet hat. Also in dem Sinne ein Held. Er hat sich also gegen so eine unglaublich unselige, krankhaften Menschen entschieden und hat sie natürlich ausgehebelt. Ne? Und das muss man auch sagen. Das ist, ja, Hut ab. Ne? Sehr, sehr heftig. Das muss man sagen. Ja, und der steht natürlich auch dann direkt auf der Todesliste, ne? Mit unter anderem. Genau wie ich und alle anderen genauso. Ich habe ja den Islam auf eine Art und Weise widerlegt und zerbombt, die für sehr viele Muslime natürlich sehr schwierig sind und sie sich erstmal mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen müssen. Und das sehr, sehr schwierig ist für sie, ne? Dass sie das auf einmal von mir präsentiert bekommen, dass der Islam so einfach so eine übelste Lügensekte ist, ne? Ja, und sie eigentlich umsonst für den Islam da werben und Werbung machen und hast nicht gesehen. Und das führt dazu, dass die frühzeitige Informationen bemerken, Hinweise erhalten, aufmerksamer sein können und die uns weitergeben. Ich finde das schade, dass wir es nicht können, aber umgekehrt, es ist gut, dass internationale Zusammenarbeit funktioniert. So kann man es ja auch sehen. Aber wenn dann so Marokko einem Hinweis gibt, da wirst du schon nachdenklich und sagst, was können wir gar nichts? Können sie nicht oder dürfen sie nicht? Also die können Technik, wir gar nicht, wenn Marokko uns einen Hinweis gibt, dann fragen wir uns allen Ernstes, können wir gar nichts mehr oder was? Heftig. Kann man ja kaufen. Ich meine, da braucht man Geld für, aber das kann man ja machen. Menschen kann man ausbilden, aber man muss die rechtlichen Befugnisse haben. Die sind in Deutschland extrem eng. Im Prinzip ist es auch gut, dass wir da... Wie lächerlich, ne? Wir sind hier in Deutschland eng und uns sind die Hände gebunden. Schaut euch das mal bitte an, was der Herbert Reul da sagt. Anstatt das ganze Geld, unsere ganzen Steuergelder in die ganze Welt zu pumpen, kann man ja in dieses Land investieren und alles, die sogenannte, wie nennt man das, diese Infrastruktur weiter auszubessern, Menschen auszubilden, die dann dieser islamistischen Szene dann entgegenwirken. Ne? Ja. Was meinst du, was der... Wenn der Staat uns zum Beispiel engagieren würde, dass ich so meinen Job, da brauche ich ja meinen Job nicht mehr zu machen, ne? Dass ich mich nur konzentrieren kann in Sachen Islamaufklärung und hast nicht gesehen. Aber das macht der Staat ja nicht. Dafür ist kein Geld da, ne? Da muss der Dr. Sheikh Abu Amin arbeiten und zusätzlich noch diesen Job erledigen, damit Menschenleben gerettet werden. Das ist heftig. Aber das mache ich gerne. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Der da ist, der Allmächtige, der ins Fleisch gekommen ist. Amen. Behutsamer sind. Aber ich glaube, zwischen Schwarz und Weiß gibt es immer noch viele Möglichkeiten. Die intensiver zu überdenken und auch Spielräume zu nutzen, glaube ich, ist schon notwendig. Herbert Reul gibt sich im Interview offen. Nur zu einem Fall will er nichts sagen. Aus ermittlungstechnischen Gründen. Hat der Reul dir etwas über Tarek S. verraten? Er mochte wirklich diese Frage nicht beantworten. Er ist mir ausgewichen und wollte sich nicht zum Fall Tarek S. äußern. Wir erhoffen uns weitere Antworten von Tarek S. Verteidiger Udo Bünal und konfrontieren ihn mehrmals schriftlich und mündlich mit den Vorwürfen gegen den Terrorverdächtigen. Auf unsere Anfragen hat er nicht reagiert. Tarek S. sitzt seit Oktober 23 in Untersuchungshaft. Im Frühjahr erheben Oberstaatsanwalt Holger Heming und seine Kollegen Anklage wegen Verabredung zum Mord. Sie werfen ihm die Vorbereitung eines Terroranschlags vor. Ich auch. Hat Tarek S. sich zu den Vorwürfen geäußert? Bis dato hat er sich in tatsächlicher Hinsicht zu den Vorwürfen ihm gegenüber
nicht eingelassen, soweit sich der Tatvorwurf bestätigen sollte in der Hauptverhandlung, also der Angeschuldigte dann als Angeklagter verurteilt wird, droht ihm für das ihm vorgeworfene Delikt eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren bis zu 15 Jahren. Boah. Unsere Recherchen zum Fall Tarek S. zeigen, von islamistischen Szenen in Deutschland geht zurzeit eine hohe Gefahr aus. Die Strategie des IS, junge Menschen auf Augenhöhe in den sozialen Medien anzusprechen, wirkt offenbar. Im April wird bekannt, dass eine Gruppe von Teenagern Anschläge geplant haben soll. Eine 16-jährige Iserlohnerin, eine 15-jährige aus Düsseldorf und ein 15-jähriger aus Sie seien aufgefallen. Wahnsinn. Zu einem islamistischen Anschlag. 14, 15 und 16. Das sind jetzt die neuen Terroristen. Schau dir das mal, Leute, schaut euch das mal an. 14, 15 und 16. Seht ihr, was die sozialen Netzwerke mit Menschen machen? Die dann auf einmal mit dieser Propaganda des Islamischen Staates in Berührung kommen? Unglaublich, ne? Was für ein Potenzial dahinter steckt, was für eine Gehirnwäsche da mit denen praktiziert wird. 14, 15 und 16, genau wie vor kurzem, eine 14-Jährige aus Graz hatte sich irgendwie ein Messer besorgt gehabt, um dann andere Menschen dann auf offener Straße abzuholen. Ihr wisst schon was, ne? Absolut krank. 14 Jahre! Und dann sind so Chatverläufe durchgesickert, ne? Und dann, wie die so geredet hat, diese Kuffarschweine dann zu eliminieren. Und hast du nicht gesehen, ne? Absolut krank. 14-Jährige. Ich frag mich, als ich 14 war, da habe ich, glaube ich, Dragon Ball geguckt, oder was? Mit 14 habe ich Dragon Ball geguckt. Und war um weiß ich nicht, 6 Uhr abends zu Hause oder 7 Uhr. Und dann siehst du heutzutage, die besorgen sich richtige Katana-Messer und da hast du nicht gesehen. Das ist so krank, das ist einfach so krank. Das ist einfach so krank. Boah, ich habe sechsfache Einschränkung bekommen. Wahnsinn, ne? Sechsfache Einschränkung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. Aber wenigstens bin ich noch nicht gesperrt. Hören wir weiter. Die islamistische Szene findet immer neue Wege, sich zu organisieren. Die Ermittler stellen dies vor zunehmend größere Herausforderungen. Sie sind antidemokratisch, rassistisch und gewaltbereit. Ihr Ziel ist eine ethnische Säuberung in Europa. Die Rede ist von einer neuen Generation Neonazis. Hier geht es zur Doku von ZDF Info. Ja, genau. Hier geht es zur Doku von ZDF, genau. Unglaublich. Wir sind am Ende. Total am Ende. 14-jährige Terroristin Graz. 14-jährige Terroristin. Die Polizei in der österreichischen Stadt Graz hat ein 14-jähriges Mädchen festgenommen. Sie soll eine terroristische Messerattacke geplant haben. Laut der Landespolizeidirektion Steiermark stammte die 14-Jährige aus Montenegro. Sie wollte mit Beil und Messer auf dem Jakomini-Platz in Graz sogenannte Ungläubige angreifen. Bei einer Hausdurchsuchung wurden neben den Waffen auch IS-Propagandamaterial beschlagnahmt. Die Ermittler kamen. Seht ihr, sobald die Muslime mit IS-Propagandamaterial in Berührung kommen, dann geht's direkt zur Sache. Was für eine Gehirnwäsche, ey. Dem Mädchen durch Überwachung von Chats auf die Spur und nach Hinweisen einer europäischen Sicherheitsbehörde. Daraufhin hat das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung die Ermittlungen übernommen und hat auch eine 14-Jährige aus Graz ausgeforscht und aufgrund einer angeordneten Hausdurchsuchung konnten Datenträger sichergestellt werden, wo auch genau solche Chats und solche Posts gesichert werden konnten. Es waren teilweise sehr gewaltverherrlichende und
Videos, die dem Islamischen Staat zuzuordnen sind, also Propagandamaterial und derartige Sachen, konnten auf diesen Datenträgern bei einer ersten Sicherung sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Graz hat dann eine Festnahme angeordnet. Diese Festnahme wurde auch durchgeführt. Das Mädchen wurde in die Justizanstalt eingeliefert und laut unseren Informationen wurde inzwischen auch die Untersuchungshaft über die 14-Jährige verhängt. Ich glaube, der Ehefan hat auch darüber geredet, ne? Warte mal. Ehefan Peci. Evan Peci. Evan Peci. Evan Peci. Hammer. Ich sag Ehefan Peci, die sagt Evan Peci. Das ist heftig. So, warte mal, müssen wir gucken. Martin, was bist du vom Beruf? Steuerberater. Steuerberater, genau. Hast du ungefähr schon gemacht? Nach 1000. So, Videos. 99%. Videos ist das mindestens fünfstellig. Maestro. Und da sind wir sehr froh, dass der Martin uns geholfen hat, eine Checkliste für Vermieter zusammenzustellen. Stefan, was haben wir hier? Das ist der Hammer, ich meine, die Dinge. Attentat auf orthodoxen Bischof, nein, das auch nicht. Der politische Islam und seine Ausbildung. Was ist das? Salafisten Quiz? Nein. Maestro, nein. Wie ist das möglich? Okay, was ist das? Ah, das ist das, ja, genau. Fall in Graz. Es wurde ein Terroranschlag verhindert. Ist das was Neues? Ist es etwas, was uns wundert? Nein. Aber, jetzt kommt's. Wer ist 14-jährige montenegrinische Staatsbürgerin? Montenegrinische? Seit wann machen wir sowas? Hey, Montenegro, sind das keine... Ist das nicht sowas wie Serben? Sind die nicht orthodox und so weiter? Ja, aber es gibt eine muslimische Minderheit, sogenannte Bosniaken, die in Montenegro leben, beziehungsweise dort ja auch die montenegrinische Staatsbürgerschaft haben. Und deswegen wird sie hier als Montenegrinerin geframed. Und ich denke, den meisten Montenegrinern wird es nicht gefallen, dass angeblich ihre Leute Anschläge in Österreich planen. Sie ist eine gebürtige Muslimin. Ja, diese Leute dort sehen sich als muslimische Bosnier und weniger als Montenegriner. Und ja, sie hat einen Anschlag geplant. Und sie hat jetzt nicht nur so darüber nachgedacht oder sich mit anderen Islamisten ausgetauscht, sondern sie hat konkrete Vorbereitungen getroffen. Sie hat sich auch bereits die Waffen besorgt und es ist von Kleidung die Rede. Wahrscheinlich irgend so eine Kampfmontur, ja, vielleicht so eine Burka in Camouflage. Der Tipp kam von einer europäischen Sicherheitsbehörde. Also die Österreicher hatten sie überhaupt nicht auf dem Schirm. Und haben sie dann erst später quasi durch diesen Hinweis sind sie auf sie aufmerksam geworden und haben gesehen, da ist was dran. Die bereitet es schon vor. Und haben sie dann festgestellt. Mit welchen Waffen wollte sie einfach so unschuldige Menschen am Jacomini-Platz in Graz abschlachten? Mit einem Beil und einem Messer. Und das hat sie dann auch... Das ist so krank. Ein 14-jähriges unschuldiges... ein 14-jähriges kleines Kind besorgt sich Messer und Beil, Leute. Wie verrückt ist das denn bitte, Mann? Was macht der Islam mit den Köpfen der Menschen? Was ist denn da los mit dieser Religion? Das ist die größte Gehirnwäsche-Religion der Welt. Ja, habe ich euch schon sehr oft erzählt, als ich damals mich noch mit dem Islam, also zum islamischen Unterricht gegangen bin, da war auch ein deutscher Konvertit, da habe ich euch erzählt, dass sie auch versucht haben, mit dem so voll die Gehirnwäsche zu machen und ihn ins Ausland zu schicken, damit er am Dschihad teilnimmt. Da kam der zu mir und sagte, Armin, die haben mit mir über Dschihad geredet. Die wollen, dass ich auswandere und sowas. Wahnsinn. Mein ich so, mach das bloß nicht, geh weg von denen und lass dich überhaupt nicht mehr auf diese Leute ein. Halte Abstand von denen und so, ne? Übel. Wie ekelhaft die sein können, ne? Ist so krank. Traurig. Auch an Gleichgesinnte im Ausland, also ihnen Fotos geschickt, da, schau her, schau mal. Dieses schöne Messer habe ich mir besorgt, ja, damit werde ich die Ungläubigen abschlachten. Bei der Hausdurchsuchung wurden dann natürlich auch
IS-Propagandamedien und so weiter, also das Übliche, was man bei solchen Nachwuchsterroristen findet, gefunden, was das nochmal erhärtet hat. Ja, die Staatsanwaltschaft hat trotzdem, trotz ihres jungen Alters, Haftbefehl erlassen und sie sitzt jetzt in der bekannten JVA in Graz-Jacomini. Ja, warum ausgerechnet Graz? Also mehrere Recherchen haben mich bereits schon nach Graz geführt. Graz hat ähnlich wie Wien eine sehr, sehr starke Islamistenszene, da eben vor allem sehr, sehr viele Muslime vom Balkan dort ansässig sind, dort leben. Und es gibt einschlägig bekannte islamistische Moscheen, ja, von bosnischen Muslimen, aber auch von Tschetschenen, Afghanen und anderen Gruppen. Und viele wissen es nicht, weil es nie offiziell als islamistischer Terroranschlag gewertet wurde, aber es gab bereits einen Terroranschlag in Graz. Schaut euch zu dem Thema auch meinen letzten Livestream an, auch auf diesem Kanal auf Weitsicht, wo ich über einen verschwiegenen Terroranschlag in Deutschland gesprochen habe. Hier jetzt ein Beispiel aus Österreich, weil ich es im Livestream auch erwähnt hatte. Es gibt mehrere Fälle, wo tatsächliche Anschläge verschwiegen wurden. Und einer davon fand in Graz statt, nämlich im Juni 2015. Dort hat der Bosnier Alen R. ist mit seinem Auto durch die Fußgängerzone und hat gezielt Menschen überfahren und ist dann auch ausgestiegen und hat Menschen mit einem Messer angegriffen und auf sie eingestochen. Und das Seltsame ist, man hat es nie wirklich als islamistischen Terroranschlag gewertet, obwohl, und ich zitiere aus dem Falter, ein linkes Blatt, er 6-mal die Woche in die Moschee ging, stets eine Machete bei sich trug. Ist ja normal, ja. Muss man ja heutzutage, also völlig normale Machete bei sich zu tragen, sich einen langen Bart wachsen ließ und seine Frau zwang, Burka zu tragen. Und dann heißt es weiter, nach der Amokfahrt lag der Verdacht nahe, dass es ein islamistischer Terroranschlag war, denn seine Vorgehensweise entspricht genau dieser und auch sein Verhalten und seine Ideologie, die er vertreten hat, deutet eben in diese Richtung. Aber es heißt trotzdem, die Polizei hat nichts Belastendes gefunden, beziehungsweise, also man sollte eher sagen, die Polizei wollte nichts Belastendes finden. Ich meine, was braucht man noch? Wie blind muss man sich stellen, um hier das ideologische Motiv nicht zu sehen? Vor allem wurde dann auch später bekannt, dass er sogar gezielt ein islamisches Ehepaar angegriffen hat. Jetzt werden manche sagen, wie islamistisches Motiv, wieso greift er dann andere Muslime an? Ja, aus welchem Grund? Die Frau war nicht islamisch korrekt gekleidet und deswegen ist er ausgeflippt und hat quasi die eigenen Leute auch mit angegriffen. Er gesagt hat, hier dein Kopftuch, das ist nicht wie es sein sollte und er ist komplett durchgedreht, wie man auf diesem Foto hier sehen kann. Ja, und jetzt mögen welche sagen, ja. Siebte Einschränkung bekommen, ihr Lieben. Siebte Einschränkung bekommen. Heftig, ne? Siebte Einschränkung. Ist das krank? Ist das krank? 7 Einschränkungen. Keine davon wird genehmigt. Heftig, ne? Unglaublich. Was für ein Einzelfall. Wie oft passiert das? Wie oft passiert das? Einzelfall? Nein, 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 kein Einzelfall. Denn ich erinnere an den Fall Safia. Ja? Ende Februar 2016. Safia ist eine radikale Nachwuchsterrorist. Heftig, ja, die Safia S. habt ihr auch mitbekommen, ne? Als sie am Bahnhof einfach auf eine Polizistin eingestochen hat, ne? Ich glaube, das war die. Warte mal, was sagt der Irrfan? Die sich zum IS auch bekannt hat und auch das im Geiste des IS diesen Anschlag durchgeführt hat, indem sie in Hannover am Hauptbahnhof einfach so auf einen deutschen Bundespolizisten eingestochen hat. Er hat Gott sei Dank. Ja, genau, auf einen deutschen Bundespolizisten hat die einfach eingestochen. Müsst ihr euch mal vorstellen, diese 14-, 15-jährige Safia S. IS-Sympathisantin
läuft mit einem 14-, 15-jährigen Mädchen. Leute, wir reden hier nicht von 28- oder 30-jährigen Syrer, die gerade frisch gekommen sind. Nein, kleine Mädchen! Mädchen, Leute, Mädchen! Das ist unglaublich, Mann. Völlig bekloppt, Mann. Jetzt schau dir mal an, ob sowas jemals ein christliches Mädchen machen würde. Habt ihr schon mal ein christliches Mädchen gesehen, die auch nur den Gedanken hatte, ein Messer mit sich zu führen, um das in irgendjemanden reinzuhämmern? Niemals. Wo liegt also das Problem? Versteht ihr jetzt, warum ich immer sage, Islam verbieten? Islam in ganz Europa verbieten und wer es wagt, Werbung für diese Religion zu machen, hinter Gittern zu bringen? Ist das nicht absolute Berechtigung, was wir sehen? Was der Islam mit den Menschen macht, sobald die in Berührung kommen mit den islamischen Schriften? Ja, was wird denn aus ihnen? Potenzielle? Ja, so einfach. Dank schwer verletzt überlebt er. Sie hat ihn in den Hals gestochen. In den Hals. Und sie war damals... In den Hals hat sie da reingemacht bei dem Bundespolizisten. Unglaublich. Wie alt war sie? 15. Ja, also 15. Diese radikale islamische Ideologie produziert Kinderterroristen. Ja, heftig. Habt ihr das gesehen, was ich gepostet habe auf Instagram und Facebook, ne? Als dieses kleine Niqab-Mädchen vom islamischen Staat, der so ein Dings gegeben ist, gegeben wurde, ein M-E-S-S-E-R, TikTok sportlich, und dann eine Babypuppe in die Hand gegeben wurde und sie dann aufgefordert wurde, diese Babypuppe Nackentherapie zu verpassen. Leute, dieses vierjährige Kind hat angesetzt an dem Nacken von dieser Babypuppe und hat das Ding ihr wisst schon, nackentherapiert. Ein vierjähriges Mädchen im Niqab. Meinst du, dieses vierjährige Mädchen hat Problem damit, ein echtes Baby nacken zu therapieren, wenn das Baby der Kuffar ist? Unfassbar, Leute, ne? Oder ein anderer kleiner Junge, 3 Jahre alt. 3 Jahre alt. Oder wie alt? 3, 4 Jahre oder was, rennt da in dieses Wohnzimmer rein mit einem riesen M-E-S-S-E-R und dann kriegt er so eine nicht Babypuppe, sondern so eine Plüschbären. Und dann macht er diesen Plüschbären Nackentherapie mit dem Plüschbären. Ich habe so krankes Material gesehen damals, wo noch diese Gore-Seiten noch aktiv waren, ne? Da war ja der ganze Propaganda-Dreck-Videos von dem islamischen Staat, ist ja durchgesickert. Und dann haben die einen kleinen 3- bis 4-jährigen Jungen eine WAFFE in die Hand gedrückt und dann haben die so einen Mann angekettet an so einer Wand. Oder Zaun, Mauer, was auch immer das war. Und dann lag der da so und dann der 3- bis 4-jährige Junge nimmt diese WAFFE, zielt auf ihn und drückt ab. Und das ist haben die dann festgehalten auf Video. Ne? Absolut krank. Der Kleine drückt ab, nimmt einem anderen das Leben, versündigt sich selbst. Und wenn er dann eines Tages vor Jesus Christus steht, wird der Kleine dann zur Rechenschaft gezogen. Aber wie gehen wir jetzt um? Kann der Kleine was dafür? Obwohl er denkt, das ist was ganz Normales, weil seine Familie ihm das beigebracht hat. Sein Vater, der ihn total Gehirn gewaschen hat. Aber auch er muss ein gewisses Maß an Ethik ja mitbringen. Der Herr hat ihm ja das in die Ewigkeit reingelegt, in seinem Herzen. Dass das nicht in Ordnung ist, sowas zu tun. Lanatondorf ist da. Teuflisch, genau. Das ist ultra heftig. Während andere Menschen ihren Kindern beibringen,
in Menschlichkeit, Vernunft und Fürsorge mit seinen Mitmenschen umzugehen, siehst du auf der anderen Seite, wie Muslime ihre Kinder zum Dschihad erziehen. Es ist einfach nur beschämend, traurig. Die züchten sich eine Generation des Hasses. Es ist so traurig. Es ist einfach, ich könnte weinen. Diese armen Kinderseelen. Die Kinderseelen, die getötet werden innerlich. Unglaublich. Was soll das denn werden, außer Attentäter? Mann. Also selbst Kinder im Teenageralter sind durch die Ideologie so radikalisiert, dass sie bereit sind, eben einfach so Menschen zu töten, weil sie es eben als ihre religiöse islamische Pflicht betrachten. Und ja, die Radikalisierung von Sophia S. hat schon früh begonnen. Ja, schauen wir uns hier. Anhand dieser Videos und dieser Fotos sehen wir, mit wem sie bereits als Kind umgang. Diese Safia war die ganze Zeit mit Pierre Vogel unterwegs, krank. Diese Safia, die einen Bundespolizisten da mit dem MESSER in den Hals getroffen hat, hat bei Pierre Vogel da mit ihm zusammen Videos gedreht. Guck dir das mal an. Ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Pflegte. Da wundert es nicht, dass sie später zur Terroristin wird, ja, wenn sie mit solchen radikalen Hasspredigern wie mit Pierre Vogel bereits als Kind quasi Kontakt hatte und von ihnen indoktriniert wurde. Und an der Stelle sollte man sich mal die Frage stellen und gerade auch als Moslem die Frage stellen, welche andere Religion oder allgemein welche andere Ideologie produziert solche Kinderterroristen? In welcher anderen Ideologie haben 14-jährige Kinder, Teenager einfach so von sich aus zu Gewalt gegriffen bzw. Massenmorde geplant? Ja, welche Ideologie schafft es, aus einem 14-jährigen Mädchen eine Massenmörderin zu machen? Ich meine, wie denkt an euch wie selbst, ich gerade eben gesagt habe, ja. 14 wart? Ja, was passiert da im Kopf? Was? Genau, wisst ihr noch, wo ihr 14 wart? Habt ihr an sowas gedacht? Guckt ihr das mal an, wenn Islam in euren Kopf kommt mit 14. Absolut krass. Was passiert da, damit 14-jährige Mädchen bereit sind, einfach so mit einer Machete, mit Messern, ja, in die Fußgängerzone zu gehen und dort Leute zu töten, nur weil sie nicht Muslime sind, weil sie aus ihrer Perspektive Ungläubige sind? Welcher Hass existiert da? Und darüber müssen wir reden und darauf müssen wir den Fokus legen. Ja, man kann sie jetzt auch nicht abtun. Ja, sie war wahrscheinlich psychisch krank und hatte eine schwierige Kindheit. Ja, viele 14-Jährige haben eine schwierige Kindheit und schwierige Eltern und was weiß ich was. Trotzdem kennen wir das nicht, kennen wir dieses Phänomen nicht, dass 14-jährige Kinder ausflippen und planen mit Messern und Macheten einfach so wahllos Menschen zu töten. Es gibt Amokläufe, ja, zum Beispiel nur in den USA, aber auch schon in Europa, von Kindern, die zum Beispiel gemobbt wurden und so weiter und sich dann rächen wollen und sowas, wo man weiß, okay, das und das ist der Grund. Aber einfach so, ja, welche Ideologie bringt Kinder so etwas zu planen und aus und tun zu wollen? Erschreckender Fall, der auch wieder zeigt, wir sind nirgendwo sicher vor dem islamistischen Terror. Ja, Anschläge passieren nicht nur in Berlin und was weiß ich, Frankfurt, New York, Paris, London, sondern können auch in Städten wie in Graz, Karlsruhe und andere Orte stattfinden, die jetzt keine Metropolen sind, aber überall dort, wo sich radikalisierte Muslime befinden und vor allem, wo sich islamistische Moscheen befinden, die nicht geschlossen werden. Ja, überall dort, wo sich diese Hotspots befinden, wo sich junge Menschen, hauptsächlich junge Menschen, radikalisieren, überall dort sind wir der Gefahr ausgesetzt, Opfer von Terroranschlägen zu werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und teilt fleißig das Video, dass möglichst viele Menschen sehen, was hier vor sich geht, auch in Österreich, nicht nur in Deutschland. Ja, die Medien berichten zwar drüber, aber sie berichten nicht so, wie sie berichten müssten.
Und vor allem, sie blenden den ideologischen Hintergrund aus. So sieht's aus. So sieht das aus. Wie habe ich damals auf Pierre Vogel reagiert, als er seine Taktria-Show gemacht hat, ne? Warte, ich muss mal ganz kurz was gucken. Was war das hier? Koran und dann ein Pierre Vogel. Ja, jetzt schauen wir uns mal an, was ich da alles herausgefunden habe bezüglich der Lehre des Islamischen Staates. Ob das ist oder ist ja, das? Also, danke für diesen Bruder Abraham, sei ehrlich. Danke dir, Allah, für diesen wundervollen Bruder Abraham, sei ehrlich. Das Herz, das für dich schlägt, will dich erwähnen. Das Herz, das für Allah schlägt, will, dass das Wort Allahs am höchsten steht. Und hört auf, euch einzuschleimen bei den Kuffar. Das ist einer seiner besten Dinger, die er rausgehauen hat, ne, der Abraham, sah. Das ist das für Allah schlägt. Und das Heftigste ist, da war dann noch so ein wichtiges Selfie, wo der die Leute so scharf gemacht hat und die ganze Zeit so die bis zum geht nicht mehr schön vorbereitet hat, damit die schön hier angeheizt werden, damit die also eventuell so auswandern und hier Dauer machen, alles Mögliche. Ne? Da war dann noch so ein richtiger Salafi-mäßig. Da haben die so die Salafis auch zu dem Ort geguckt. Aber heute ist ja so ein Baby-Euro-Salafi-Muslim. Damals war der noch richtig gut, da haben die auch so zu dem Hof geschaut. Da dachten die, oh, der ist auch so einer von uns, so, der wirklich Power hat und nach vorne marschiert und das sagt, was die Kuffar nicht hören wollen. So, ne? Aber dann wurde der immer heftiger und immer monarchartiger und versucht, ihm Bilder zu machen, bis zum geht nicht mehr. Und ja, guckt euch bitte den Biervogel an. Das ist das für Allah schlägt! Wieder abgeben, ne? Möge Allah sie vernichten, so hier in Deutschland, dass er sowas sagen soll, möge Allah sie vernichten und die ganzen Muslime, er spricht ja diese Muslime an, die versuchen so einen friedlichen Islam so zu kreieren, eigentlich den es gar nicht gibt, aber sie versuchen, so gut es geht mit den in deren Augen Ungläubigen, zusammen zu leben. Deswegen gibt es ja auch diesen Mohammed Khorstede, oder wie heißt Mohammed Khorstede, der übelst versucht, die Religion zu verändern. Aber ich soll wissen. Oh Mann, nicht das. Das passt. Ja, ist okay. Das ist alles weg. Ich habe keinen Nerv. Ich bin so müde, ey. Ich bin so müde. I'm so tired. Predigt Pierre Vogel immer noch, natürlich. Er predigt immer und immer und immer und immer und immer weiter. Komm, wir hören uns mal lieber ein bisschen Jesaja 53 an. Jesaja 53. Jesaja 53. Genau. Jesaja 53. Der leidende Messias ist es. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Kapitel 53. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden?
Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Halleluja. Herr Jesus Christus, das Brot des Lebens. Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Amen, Amen, ich sage euch. Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Amen, Amen, ich sage euch nicht, Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Herr, gib uns doch immer dieses Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Amen. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Amen. Aber ich habe auch gesagt, ihr habt mich gesehen und doch glaubt ihr nicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und es ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die ihr mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Denn es ist der Wille meines Vaters, dass alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben werden.
Und dass ich sie auferwecke am letzten Tag.